Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des amerikanischen und europäischen Rasenschachs. Die Jungs von Football sind wieder am Start mit der Webshow. Zum Finale quatschen wir heute nochmal ausgiebig. Stellt euch darauf an, es wird mindestens 5 Stunden dauern. Nehmt euch also ordentlich Zeit mit, den Stadionbeutel an, die Wade, damit ihr ordentlich pinkeln könnt. Wir haben auch heute wieder grandiose Gäste. Zum einen natürlich Elias und Hendrik. Vielen Dank, dass ihr da seid. Hallo. Und natürlich... Ihr wollt ihn, ihr kriegt ihn immer. Und er ist auch immer gerne da, das inoffizielle Ehrenmitglied Stefan. Grüß dich, Stefan. Ja, schönen guten Tag. Und ganz besonderer Gast und auch ganz besonderes Dankeschön schon mal in deine Richtung. Pascha Asiladab, seines Zeichens Puls4-Moderator, Experte, ehemaliger Nationalspieler für Österreich, 8-maliger Meister, 4-maliger Eurobowl-Sieger. Also wir haben uns wieder eingedeckt mit Qualität. Pascha, grüß dich und vielen Dank, dass du heute Zeit genommen hast. Ja, hallihallo Jungs. Ja, da habt ihr tief in die Taschen greifen müssen. Danke schon mal dafür. Warte noch auf die Überweisung. Nein, freut mich natürlich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Und eines gleich vorweg, sollte ich jetzt irgendwie ein bisschen ins Wienerische abdriften oder so. Ich hoffe, ihr habt irgendwie Untertitel, die ihr dann einblendet. Oder andersrum, die billige Variante, falls ich irgendwas sage, was ihr nicht versteht, gebt es mir Bescheid, ich werde es versuchen, auf Hochdeutsch dann nochmal zu übersetzen. Wir hatten zweimal Enno da, das kriegen wir gerade so hin. Okay, ja, gut, das ist überhaupt ein anderes Kaliber, ja. Wir haben am Wochenende ja auch nach dem Finale noch bei Puls 4 reingeguckt, also haben wir alles super verstanden. Sehr gut. Ich habe nur gehört, dass du keinen Josh Allen magst, aber... Also, das stimmt ja gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Ja, ne, ja, okay, lassen wir das so stehen. Ist gut. Und Fake News. Das geht gleich los. Gut. Pascha, erzähl mal ein bisschen über dich. Ich habe gerade schon so das ein oder andere rausgehauen. Ich glaube, in Österreich kennt dich, glaube ich, jeder. Aber für unsere deutschen Zuschauer. Ja, klar, natürlich. Auch nochmal den ein oder anderen Input raus. Ja, ihr habt sicher schon einiges erwähnt. Lange selber Football gespielt bei den Vikings. Deswegen auch mein Sieger-Hintergrund da jetzt natürlich. Ein tolles Wochenende für mich oder für Österreich oder für die Wiener gewesen. Ja, lang bei den Vikings im Nachwuchs angefangen, dann in der Kampfmannschaft bis 2010 habe ich da gespielt. Mein letztes Spiel war die Europameisterschaft in Frankfurt bei euch, wo Deutschland Europameister geworden ist. Wir damals beim österreichischen Nationalteam Dritter. Seitdem, seit 2010 bin ich im Fernsehen aktiv. Einerseits für den ORF habe ich da die österreichische Meisterschaft immer wieder kommentiert und parallel dazu auch die NFL und ja, das zu meiner Persona. Habe einiges an Football erleben dürfen, am europäischen Football, habe ein bisschen auch an einer Highschool in Amerika ein bisschen reinschnuppern dürfen und jetzt gebe ich Woche für Woche mein unnützes Wissen im Fernsehen weiter. Das zu meiner Person. Gleich mal eine Frage und ich weiß auch gar nicht, ob diese Frage mal ein Tabuthema ist, aber ich frage es einfach trotzdem. NFL ist jetzt zu RTL gegangen, das betrifft ja euch auch in Österreich, richtig? Richtig, ja, betrifft uns. Ähnlich wie die Jungs bei RAN, natürlich auch für uns. Somit die letzte Saison wird eine grandiose Saison nach einer langen, langen Ära. Wie gesagt, wir haben ja schon in Österreich ein bisschen früher angefangen gehabt, bei Puls 4 die NFL zu übertragen. Und ist natürlich ein Schlag gewesen, dass wir da einstecken mussten. Aber so ist das Business. Ne? Muss man sich ein Stück weit darauf einstellen und hoffen wir, und das, glaube, da spreche ich für alle Beteiligten bei uns bei Puls 4 und wahrscheinlich auch bei den Jungs von ProSieben, hoffen wir, dass das Produkt Football sich weiterhin so rasant entwickelt, wie es in den letzten Jahren getan hat. Und ganz ehrlich, für mich als ehemaligen Spieler und Football-Fan durch und durch ist es einfach nur wichtig, dass das Football im deutschen, im österreichischen Free-TV gezeigt wird. Und ich drücke den Jungs von RTL da die Daumen und hoffe, dass sie das auch gut hinbekommen und wir tolle Football-NFL-Action weiterhin erleben dürfen. Man nicht schöner sagen können. Ja, ist so. Aber so ist wirklich das Business. Es war klar, dass irgendwann einmal wie gesagt, das ist auch ein Stück weit... wie soll ich sagen, ein Stück weit auch eine Anerkennung an die Arbeit, die da ProSieben, die der Puls 4 geleistet hat, dass dann teilweise doch hohe Summen bezahlt wurden, um auf dieses Pferd, auf diesen Zug da eben mit aufzuspringen und ich sehe das relativ locker, sage ich jetzt einmal, relativ entspannt. Ich habe Gott sei Dank im normalen Leben auch einen Beruf, also ich lande jetzt nicht auf der Straße, insofern ist das alles gut und ist halt so, ist part of the business. Ja, bei Puls 4 habt ihr ja aber auch die European League of Football gezeigt
Und da gab es ja zu Beginn des Saisons auch mal den Fall, dass ihr ein Spiel absagen musstet, weil es, glaube ich, Probleme gab bei der Transmission. Aber wie war die Saison allgemein aus Puls 4 Sicht? Ja, es war eine Premierensaison. Eine Premierensaison, immer wenn man was Neues hat und vor allem, wenn man selber zum Stück eine Sendung produzieren muss, gibt es ein paar so Anfangsschwierigkeiten, sage ich jetzt mal. Die haben wir auch erlebt in der Saison, aber ich glaube, overall kann man sagen, dass das eine sehr, sehr erfolgreiche Saison war, auch was die Zuschauerzahlen betrifft. Also ich weiß, dass der Sender da sehr, sehr zufrieden ist. Und bin da gespannt, wie es da weitergeht. Ja, es gab hier und da technische Probleme, es gab hier und da auch die Thematik mit den Werbeeinblendungen, die der internationale Feed da gegeben hat, welches gegen senderrechtliche Thematiken gegeben hat. Und da hat es ein paar Probleme gegeben, aber schlussendlich ist es ein tolles Produkt, das in Österreich sehr, sehr gut angenommen wird. Klar, wir haben zwei Mannschaften mit dabei gehabt, die waren beide relativ erfolgreich. Und im Endeffekt war das, glaube ich, aus meiner Sicht und auch aus Sendersicht eine sehr, sehr positive Erfahrung. Und ja, ich würde es mir wünschen, dass das weitergeht und könnte man durchaus vorstellen, dass das jetzt nicht nur bei der einen Saison bleibt, wäre natürlich toll. Was würdest du denn sagen, müsste es sich verbessern? Habt ihr genug Informationen bekommen, zum Beispiel von der European League of Football? Oder musstet ihr da wirklich sehr viel selbst dran, um über die ganzen Spieler zum Beispiel informiert zu werden? Das ist cool, dass du das ansprichst, Elias. Es ist für mich ganz am Anfang was ganz, ganz schwierig, sage ich jetzt einmal natürlich. Ich habe zwar die Liga letztes Jahr ein bisschen verfolgt, aber dadurch, dass du doch sehr viel Fluktuation, was die Spieler angeht, sehr viel Wechsel gibt und kein Stein auf dem anderen bleibt, war es gerade in der Vorbereitung, bevor die Saison losging, echt schwierig, da an Informationen ranzukommen. Und das ist jetzt keine bezahlte Werbung, das meine ich wirklich ganz ehrlich so. Ich habe da bei Football sehr, sehr viel mir an Informationen geholt. Ihr habt ja da sehr, sehr cool die Teams, die Spieler, die meisten zumindest mit Hintergrunddaten gefüttert und Sachen, die für uns jetzt schwierig waren, gerade was deutsche Spieler, was internationale Spieler geht, herauszubekommen, habe ich mir tatsächlich sehr viele Informationen dargeholt. Aber man muss auch die Liga loben. Die haben dann, ich glaube, nach Woche 2 oder Woche 3 war es, haben es dann so ein bisschen ihre Kommunikation ein Stück weit umgestellt, haben uns Kommentatoren dann wesentlich ausführlicher mit Daten gefüttert. Wir haben alle Pressekonferenzen immer bekommen, Hintergrundinformationen und so gesehen war es dann schlussendlich eine einfache Sache, unter Anführungszeichen. Ja, natürlich gehört zu einer Sendung sehr viel Vorbereitung dazu und vor allem, wenn es eine Premiere ist und wir den Großteil der Spieler oder der Teams jetzt so live nicht gekannt haben. Also insofern war es eine Challenge, aber das hat die Liga sehr gut gelöst. Aber man muss sich natürlich als Kommentator auch ein bisschen zu helfen wissen und damit auch ein Dank an euch Jungs. Habt mir teilweise den Arsch gerettet. Also, an alle Leute draußen, wenn ihr mal ein Abo da lasst und uns ein paar Euronen zukommen lasst, ja, das geht direkt an Pascha für diese Werbung. vornherein bezahlen. Sehr gut. Nein, aber danke. Das hört man echt gerne. Ja. Ne, ist Tatsache, also das war jetzt echt nicht irgendwie als Schleimerei oder so, also Schleimerei, wienerisches Wort, weiß nicht, ob ihr das auch habt, ja, als Arschkriecherei irgendwie gedacht oder so, sondern war tatsächlich so. Ab und zu bei den einen oder anderen Spielern hätte ich mir dann gewünscht, dass dann doch noch irgendwie mehr Infos da sind, aber nee, Spaß beiseite, war echt eine Riesenhilfe. Ja, wir hoffen, besser zu werden. Wir geben unser Bestes. Ja. Stefan, hast du noch irgendeine Frage oder bist du wunschlosglücklich? Ja, eigentlich hat er es schon selber beantwortet, aber nochmal wegen der Einschaltquoten in Österreich von der European League of Football. Du sagtest, das war sehr gut oder wirklich gut für das erste Jahr und wurde gut angenommen. Wo war das von der Einschaltquote her anzusiedeln? Weil wir sind ja in Deutschland jetzt im zweiten Jahr eigentlich regelmäßig über den Einschaltquoten vom College gewesen. Was ich schon sehr beeindruckend finde, weil das Football-Produkt, was da gezeigt wird, sicherlich diverse Stufen drüber ist. Aber das Produkt selber scheint ja wenigstens so angenommen zu sein. Wo ist das ungefähr bei euch einzugliedern?
Ja, ich werde euch jetzt mit maximalen Zahlen jetzt nicht füttern, weil aus der einfachen halber, wir in Österreich sind natürlich Faktor 10 kleiner als ihr bei euch in Deutschland. Deswegen hört sich das ein bisschen lächerlich an, wenn ich jetzt mit ein paar tausend Zuschauern oder zehntausenden Zuschauern anfange. Aber das, was ich vom Sender mitbekommen habe, ist man tatsächlich sehr zufrieden. Das hat echt gut funktioniert. Natürlich gab es immer wieder mal Paarungen, die jetzt nicht so berauschend waren, ein Zuschauer Einschaltquote mäßig, aber im Großen und Ganzen war es ein Erfolg. Also das wurde uns auch so übermittelt. Es gab doch die eine oder andere Schwankung natürlich, wie die Paarung eben zustande gekommen ist. Die Vikings sind sehr, sehr gut angenommen worden in den Streams und in den Live-Übertragungen. Also das hat man schon sehr, sehr gut gesehen. Bei den Raiders kam es tatsächlich echt oft darauf an, wer der Gegner hier war. Aber im Großen und Ganzen war eine positive Erfahrung. Ja, es ist für Puls 4 und Puls 24, wo das abwechselnd immer übertragen wird, natürlich auch so ein Prestigeprojekt irgendwo hier gewesen, weil Puls 4 stand oder steht immer noch natürlich eine Saison lang für American Football in Österreich und das für sehr, sehr lange Zeit. Und man hat auch sehr viel, sag ich mal, Ressourcen investiert, sehr viel Herzblut, die Kollegen aus der Redaktion reinkaut. Und ich weiß, dass das Produkt den Jungs aber Puls 4 oder uns sehr am Herzen liegt und das merkt man dann auch. Und dementsprechend sind wir auch sehr froh, dass das doch positiv über die Bühne gegangen ist. War auch direkt eine Sache, die in der Infogruppe diskutiert wurde. Natürlich sagten viele direkt, ja, das ist ein Nachteil für die Elf, dass die NFL halt eben nicht mehr bei den, sagen wir mal, Stammsendern läuft, sondern halt eben woanders hingeht. Es haben aber auch genügend andere gesagt, dass das auch ein Vorteil sein könnte, weil so vielleicht eventuell der ein oder andere Sendeplatz oder halt das Prestigeobjekt selber halt nochmal was anderes aufbauen, um da zu der Zeit was gegenzuarbeiten. Ich bin mal gespannt, was das für Einfluss haben wird. Ja, wird sicherlich interessant zu beobachten, vor allem weil der österreichische Markt ja doch ein bisschen anders aufgestellt ist. Also soweit ich weiß, plant nicht RTL eine eigene Österreicher Ableger-Version der NFL-Sendungen zu machen, so wie wir es jetzt haben. Jetzt gibt es ja das ProSieben Max oder ProSieben-Produkt für den deutschen Markt und wir von Puls 4, Puls 24 produzieren ja eigens für den österreichischen Markt. Das wird es, glaube ich, so in Zukunft nicht geben. Und da bin ich gespannt, ob der österreichische Zuseher dann das neue Produkt von RTL auch so annimmt, wie das profilierte und bewährte Produkt, das wir bis jetzt produziert haben. Wird interessant, aber ja, dort, wo eine Tür zugeht, du sagst es vollkommen richtig, Stefan, geht auch eine Tür auf und vielleicht kann man noch mehr Fokus und noch mehr Ressourcen in die European League of Football legen und das Ganze noch knackiger machen. Es gibt immer Potenzial, etwas besser zu machen, natürlich auch bei uns. Und ja, ich würde mich freuen. Wie gesagt, ich habe das sehr spannend gefunden, sehr, sehr erfolgreich. Und nach dem Abschluss jetzt heuer, Leute, jetzt haben die Vikings gewonnen, jetzt kann man da eigentlich gar nicht aufhören, sondern jetzt sollte man eigentlich noch eins drauflegen. Ja, die Frage wollte ich eigentlich später erst stellen, aber die passt jetzt dann doch ganz gut. Kannst du für uns den Erfolg der Vienna Vikings mal einordnen? Also wie wird es in Österreich wahrgenommen? Wird darüber stark berichtet und ist es wirklich der größte Erfolg eines österreichischen Footballteams? Ja, es ist nichts Besonderes. Wir gewinnen halt eh jedes Wochenende irgendwas. Also Gegen die insofern Chiefs, hau mal weg. den großen Bruder putzen wir mal weg. Nein, nein, natürlich, natürlich. Ich hätte mir sogar noch mehr Welle gewünscht hier in Österreich, was die Medienlandschaft angeht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass diese European League of Football erst spät hier Fahrt aufgenommen hat, abseits der klassischen Football-Medien, so nenne ich es einmal. Gerade in den größten Tageszeitungen, Online-Plattformen und so weiter, war der Erfolg, der Finalerfolg natürlich ein Riesending und wurde dementsprechend auch ja, transportiert. Aber es hätte durchaus mehr sein können. Was jetzt den Erfolg angeht, ja, für mich ist es absolut der größte Erfolg, den eine österreichische Sport- oder Footballmannschaft, sagen wir so, gefeiert hat. Warum? Wie ihr schon eingangs erwähnt habt, wir haben schon Euro Bowls gewonnen, auch die Raiders natürlich. Ich kann mich noch ganz, ganz gut an meinen, das war der erste Euro Bowl-Erfolg, den die Vikings damals gefeiert haben. Ich durfte da mit dabei sein. Es war natürlich damals bahnbrechend. Das war wie keine Ahnung, als ob wir Champions League, Fußball-Weltmeisterschaft und Kitzbühel Abfahrt in einem gewonnen hätten. Aber es war damals doch ein Bewerb, und das war bis es die Elf gegeben hat, war es immer ein Bewerb, wo man
wenn man ehrlich ist, nicht ruhigen Gewissens sagen konntest, da spielen jetzt die Besten der Besten mit. Ja, weil immer hat irgendwer gefehlt. Entweder waren es die deutschen Top-Teams oder es haben mal, keine Ahnung, nicht wirklich nennenswerte Konkurrenz gegeben teilweise. Also diese Europol-Geschichten, die es in der Vergangenheit gegeben hat, waren schon sehr, sehr harte Tournamente und da hat es sicherlich zwei, drei richtig, richtig starke Teams gegeben. Wir haben ja damals auch gegen Braunschweig gespielt, gegen Hamburg hatten wir gespielt, wir haben gegen Bergamo Lions, das war damals so das Avengers-Team im europäischen Football, die hatten so ziemlich jeden Kracher, den es am Kontinent gegeben hat. Aber jetzt, und das ist für mich der große Unterschied, spricht man von einer Liga, wo tatsächlich die besten Spieler des Kontinents mit dabei sind. Ja. Ich weiß, dass es natürlich auch noch die German League gibt, die German Football League gibt und auch da natürlich noch sehr, sehr viele gute Spieler mit dabei sind. Aber aus meiner Sicht, jetzt aus der österreichischen Sicht, und das hat man auch bei den zwei Teams gesehen, das waren ja natürlich die Raiders und die Vikings, aber die hatten ja auch punktuell sage ich mal, die besten Spieler des Landes in ihren Reihen. Also bei den Vikings, ja. Die Grazer Fraktion, dann hat man sich kurz vor dem Deadline Days und eigentlich sag mal auch nochmal ein paar andere Jungs von den Dragons geholt. Aus Linz hat man sich wen geholt. Bei den Tirolern genauso, da waren ja auch ein paar Grazer mit dabei. Da war Kollege Haun, einer der besten Receiver in Österreich, wenn nicht der beste. Man hat da noch Thomas Schaffer geholt. Also da merkt man schon, dass da die Football-Kompetenz oder auch halt das Talent dann komprimiert wurde in diesen zwei Teams. Und für mich, dementsprechend stelle ich mir ähnlich vor bei den anderen Teams, dass da wirklich versucht wird, die besten Spieler des Landes zu akquirieren. Und dementsprechend ist dieses Tournament, diese European League of Football für mich der beste Bewerb, den es am Kontinent gibt. Und dementsprechend auch der Stellenwert des Sieges natürlich unglaublich hoch. Ist für mich der größte Erfolg, den die Vikings gefeiert haben. Und das Besondere, wie gesagt, in der Premierensaison. Das ist natürlich, macht es nochmal ganz, ganz toll, diese ganzen Sache. Und ja, bestätigt so ein bisschen den Erfolgsweg, den der österreichische Football geht, aber natürlich auch den mein Heimatverein, die Vikings, zu gehen. Hier ist auch gleich eine Frage, die ich ganz interessant finde. Wie empfindest du das, dass ihr ja nur die Österreicher tatsächlich, also in der ELF, die österreichischen Teams zeigt? Ist das, ich meine, klar, das sind die interessantesten, aber wünscht ihr euch vielleicht auch mal einen Kracher aus Deutschland zu zeigen, zum Beispiel Ryan Fire gegen Frankfurt? Rein sportlich für mich als Football-Fan jemand, der ja die Football-Szene ein bisschen verfolgt, ist natürlich so ein Spiel auch ein absoluter Kracher. Ja. Es gibt sicherlich Situationen, hängt von der Paarung der Österreicher ab, wo ich mir sage, ich würde mir lieber die Partie anschauen und würde ich auch machen, hätte ich nicht jedes Wochenende kommentieren müssen. Ja. Aber wir müssen natürlich das Ganze sehen, vermarktungstechnisch, wie es für den Sender am besten ist. Ja. Wir müssen natürlich, um ein Produkt aufzubauen und eine gewisse Reichweite zu erreichen und diese Liga auch zu etablieren, liegt es auf der Hand, dass wir natürlich mit den österreichischen Teams arbeiten müssen. Was ich mir im Umkehrschluss wünschen würde, wäre vielleicht ein neuer Gameplan. Ja, es wird jetzt eh interessant ja. werden mit der Aufstockung. Ich persönlich brauche zum Beispiel nicht zweimal im Jahr Vikings Raiders, auch wenn es eine gewisse Brisanz bringt. Aber dieses Duell hat es die letzten 20 Jahre mindestens dreimal im Jahr gegeben. Also insofern wird sich, glaube ich, auch einiges ändern. Nächstes Jahr dann noch mit der Aufstockung. Wer weiß, wie die Conferences dann eingeteilt werden und welche Paarungen wir sehen werden. Aber für uns in Österreich war ja alles neu. Ja, also wir haben das erste Mal Frankfurt Galaxy zu Gesicht bekommen in Innsbruck und in Wien. Wir haben Istanbul als neues Team dabei gehabt, die Wroclaw Panthers. Also egal, gegen wen man gespielt hat, für uns war das Produkt sowieso neu. Und jedes Mal, wenn ein Duell österreichisches Team gegen deutsches Team am Programm steht, ist das immer ein Schlager und immer ein Aufhänger. Das kannst du natürlich ausschlachten. Wie gesagt, wir kommen wieder auf das zurück, der große Bruder und der kleine Bruder. Und das zieht in Österreich immer, natürlich. Und wenn man dann auch noch halbwegs erfolgreich ist, wie es der Fall war, müssen wir natürlich darauf achten, zumindest in der ersten Saison die Partien zu zeigen, die für den österreichischen Markt die idealsten sind. Als Football-Fan, jetzt rot-weiß-rote Brille mal jetzt weggesteckt, hätte ich mir gerne mal natürlich sein Schlager vor den 20.000 Zuschauern mit Stimmung und Nailbiter gerne mal angeschaut oder hätte es gerne auch mal kommentiert. Aber ich verstehe es natürlich, die Entscheidung, die da getroffen wird, dass man sich auf die österreichischen Teams konzentriert. Ich bin mir auch ziemlich sicher und das ist jetzt kein großes Geheimnis, dass die Einschaltquoten ganz anders wären, wenn wir ein rein deutsches Duell zum Beispiel zeigen. Ja.
Ja, was ja bei Heimspielen nicht schwer werden könnte, bei den Vikings und 12.000er Spiel zu kommentieren. Die Frage war nämlich gerade im Chat, was du davon hältst, dass momentan kein Stadion ist, da ist für die Bayerner Vikings und was du dir da vorstellst. Das ist richtig peinlich, um ehrlich zu sein. Ich finde das ja richtig peinlich und beschämend. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, dürfte man gar kein Spiel mehr der Vikings vom Heimstadion zeigen. Das ist jetzt überhaupt nicht die Schuld der Vikings, natürlich. Die können da am wenigsten was dafür. Die haben ein richtig schönes, schmuckes Stadion präsentiert mit dieser Generali-Arena. Ist wirklich eine tolle Arena. Über die Zuschauerzahlen reden wir vielleicht später oder ein anderes Mal. Als man dort noch spielen durfte. Aber schlussendlich fliegt man dann vor dem Halbfinale, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ja, vor einem europäischen Halbfinale muss es auf dem Trainingsplatz machen. Ja. Ich meine, das Ravelin-Stadion ist ja kein Stadion. Ich habe euch zugehört letzte Woche, wie ihr darüber gesprochen gehabt habt. Es ist ja kein Stadion. Ja. Es ist das Trainingsgelände, wo so ein Stahlgerüst, so eine Stahlgerüst-Tribüne steht. Und wenn man da zwei Bier zu viel getrunken hat, fliegt man hochkant mal die ganzen Treppen runter. Also insofern ist es, wer schon einmal dort war, dort trainiert, ist eine nette Sache, ist ein super Trainingsplatz, ja, also gar kein Ding, aber es ist das Wort Stadion nicht wert. Ja, und das ist auch nicht den Vikings gerecht, sie dort zu beheimaten. Es gibt jetzt Pläne, das wisst ihr natürlich, dass da jetzt ein Tribüne aufgebaut werden muss. Karl Wurm, der Präsident der Vikings, ist ich kenne ihn sehr, sehr lange, ist ein ehrgeiziger Mann, wenn er sich einen Plan in den Kopf setzt, und ich glaube, hat jetzt endlich die Nase gestrichen voll, wie mit den Vikings, wie mit Football umgegangen wird in Wien, hat dieses Hausieren satt, von Stadion zu betteln und hoffen, dass man dort spielt, und nach zwei Spielen fliegt man dann wieder raus, weil der Rasen angeblich wieder kaputt ist. Es ist ja nicht das erste Mal. Das hat es ja mit der früheren Heimstätte der Hohen Warte, welches wirklich ein tolles Stadion ist, für Football super geeignet. Das hat es ja immer wieder gegeben. Sobald, keine Ahnung, zweimal getröpfelt hat, hat es geheißen, der Rasen ist unbespielbar und die Vikings mussten ausweichen. Also ich glaube, jetzt will er endlich Tatsachen schaffen, Klarheit schaffen und hier ein Stadion bauen, eine neue Tribüne bauen. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist mitten in einem Wohngebiet, falls ihr schon mal da wart und das gesehen habt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man da Sonntagnachmittag spielt, dann die ersten Lärmbelästigungsthematiken kommen und die Anrainer nicht wirklich happy damit sind, wenn da 3.000 Fans richtig Stimmung machen. Also insofern bin ich gespannt und finde es einfach nur schade, dass da mit dem, mittlerweile kann man es ja sagen, regierenden European League of Football Champion teilweise so umgegangen wird, wie es die Stadt Wien getan hat. Und das hat interessanterweise, hoppala, jetzt geht mir das Licht aus, das hat interessanterweise doch aus, sorry, Entschuldigung, doch auch zu einigen medialen Berichterstattungen geführt, ja, dass da wirklich die Vikings vor die Tür gesetzt werden. Und schauen wir mal, ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht ganz gesprochen. Du hast da jetzt schon sehr elegant den Themensprung zu unserem News-Segment eigentlich Genau. eingeleitet, ne? Ich glaube, Elias wollte genau dasselbe gerade sagen. Das ist gut, dann können wir nämlich hier genau anschließen und mal weitere News, alles, was so in der letzten Woche passiert ist, und es ist ein bisschen was passiert, mal zum Besten geben. Ich drop einfach mal eins oder könnt ihr gerne mit einsteigen. Hendrik, deine Meinung hätte ich gerne. Nein, stimmt gar nicht. Stefan, deine Meinung hätte ich gerne zuerst. Denn News Nummer 1, ich hau's mal raus. Andrew Weidinger wird der neue OC, der neue Offensive Coordinator bei den Rhein Fire. Ja, Shocking, geil, überraschend, ich was kommen überraschend, also überraschend ist auf jeden Fall richtig, weil ich für mich gedacht habe, der ist zurück nach Amerika, wird da in den USA, keine Ahnung, irgendwas machen, irgendwo einen Posten übernehmen, weil er hat ja nun mal wirklich einen guten Job da gemacht. Und ob das jetzt wirklich ein gutes Zeugnis für einen Job in Amerika ist, weiß ich nicht, aber er war ja vorher schon erfolgreich unterwegs als Coach. Deswegen hatte ich eigentlich damit gerechnet. Vor allem, was mich sehr überrascht ist, der macht das ja auch nicht umsonst, ne? Ja. Es hieß jetzt, okay, da ist sowieso eigentlich von Anfang an geplant gewesen, dass da ein Amerikaner als Offense-Koordinator kommt, und alle, die da geplant waren oder angedacht waren, haben abgesagt oder hatten zumindest kein Interesse oder Lust oder wie auch immer. Jetzt bekommen sie das. Ich finde es interessant. Also
Ich hab lieber einen deutschen Coaching-Staff, so wie ich lieber einen österreichischen habe, die von einem Amerikaner dann lernen als Headcoach oder so. Aber ja, das ist so meine Meinung. Aber ich find's cool. Es ist schon interessant, dass die sich das direkt so trauen. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Also ja, ich habe nichts gegen deutsche Coaches, weil ich weiß auch, viele Coaches gucken diese Show und ich möchte jetzt nicht vergraulen. Aber ich glaube, für die Spieler ist das so brutal wichtig, nicht mal wichtig, aber gut, wenn du von, ich möchte jetzt keinen deutschen Coach unterstellen, es gibt viele, viele deutsche Coaches, um Gottes Willen. Aber ich glaube, da kann, wenn du jetzt Tom Sula hast und Weidinger hast, der sogar den, das kann man jetzt auch mal so sagen, der hat den Posten angenommen, obwohl er auch andere Angebote hatte, ja, auch als Headcoach, das kann ich jetzt auch so sagen, aber er ist lieber da OC geworden, das heißt, es spricht schon einmal für Ryan Fire, dass dieses Vertrauen, ich sage immer noch, das ist ein Rückgang, ich war Headcoach, gehe jetzt zum OC zurück, andere sagen, okay, ist nicht unbedingt, aber ich sage es jetzt einfach so, aber er unterstellt sich sozusagen den Tom Sula und sagt, okay, ich kriege wahrscheinlich die Offense so ein bisschen die Macht, er macht die Defense, bla bla. Und ich finde, das ist eigentlich gut für die Spieler, weil ich glaube, die entwickeln sich noch weiter, ohne jetzt irgendeinen deutschen Coach hier irgendwas unterstellen zu wollen, weil die haben natürlich ihre Arbeit auch brutal gut gemacht. Also bisher war ja Martin Schurer Offensive Coordinator und der ist ja einer der größten Masterminds, glaube ich, so gewesen zu Beginn der Nullerjahre. Aber der ist ja letztes Jahr auch eben ganz, ganz kurz vor der Saison erst gekommen, weil, wie du ja schon sagtest, Ryan Fire ja eigentlich einen amerikanischen Offensive Coordinator haben wollte, aber da sind die Wunschpersonen dann ausgeschieden. Aber also ich sehe es jetzt nicht unbedingt als Rückschritt, der Mann ist 40 Jahre alt und wer weiß, wie lange Jim Tom Sula überhaupt Coach bei Ryan Fire bleiben wird. Das wäre genau der Gedanke gewesen, wo ich auch gedacht habe, du holst er hat einen unbefristeten Vertrag. Quasi schon den Nachfolger indirekt mit ins Team geholt. Ich glaube, das ist so ein weiter Gedanke, der da gefasst wurde. Pascha, was meinst du? Ich glaube, man muss auch die zwei Vereine oder die zwei Organisationen auch ein bisschen miteinander vergleichen. Ne? Für mich ist das jetzt von außen betrachtet gar kein Rückschritt. Barcelona natürlich heuer eine geile Saison gespielt, haben alle überrascht, nachdem wir sie letztes Jahr abgeliefert haben. Gerade die Offense hat richtig begeistert, ist natürlich unter der Feder von Coach Weidinger geschehen. Aber ja, für mich die Ryan Fire schon ein geiles Projekt, ja, auch mit der ganzen Fanbase und mit dem ganzen Drumherum und das ist schon eine Herausforderung, auch für den Coach, sich dort zu beweisen, in einer Football-Metropole, ja, das ist ja, wenn man rein nur die Zuschauerzahlen hernimmt, ist das ja die Hauptstadt des europäischen Footballs, ja. Also insofern finde ich's sehr, sehr spannend und für mich als Spieler, die Thematik mit deutschen Coach oder österreichischen Coach oder amerikanischen Coach, ja, ich glaube, die amerikanischen Coaches haben vielleicht ein bisschen so Vorschusslorbeeren. Gerade als junger Spieler oder wenn man jetzt neu beim Football ist, sieht man natürlich zu den Amerikanern auf. Aber im Endeffekt ist es vollkommen egal, denn nach zwei, drei Trainings hast du deine Meinung über den Coach. Hat er Kompetenz, footballfachliche Kompetenz? Hat er menschliche Kompetenz? Hat er Führungsqualitäten? Und im Endeffekt, wenn es ist dann vollkommen wurscht, woher er kommt. Wenn da irgendwo es hakt, kannst du mit dem Coach nicht oder du weißt ganz genau, wo du stehst oder was man mit dem Coach auch teilweise erreichen wird. Und im Endeffekt, wenn es ein guter Coach ist, ist es dann schlussendlich vollkommen egal, wo er herkommt. Mittlerweile, Gott sei Dank, ist es ja so, dass wir so viele tolle europäische, österreichische, deutsche Coaches haben. Das war ja zu meinen Zeiten, wie ich angefangen habe, musstest du einen amerikanischen Coach holen, um die nationalen Coaches auch ein Stück weit auszubilden. Es sind ja ganz, ganz viele Spieler meiner Generation, die jetzt eben an der Sideline stehen als Position Coaches, als Coordinator, als Head Coaches teilweise. Ich habe mit Chris Kalaika noch zusammengespielt und sein Defense Coordinator Daniel Auberg ist sogar noch einiges jünger als ich. Mit dem habe ich aber auch noch zusammengespielt. Also Max Kössler, Offense Assistant. Also generell, die Jungs, die da an der Sideline stehen, die haben von Amerikanern gelernt, haben sich das Fachwissen angeeignet. Mittlerweile ist, glaube ich, da jetzt kein großer Unterschied mehr. Da geht es eher um die fachliche und persönliche Kompetenz, die einer mitbringt. Und dann ist es wurscht, wo er herkommt. Das ist jetzt ganz gut auf den Punkt. Und um mal ganz kurz beim Coaching-Thema newsmäßig zu bleiben, es sei denn, es möchte noch jemand was sagen. Hendrik, das sieht so aus. Hast du was auf den Lippen? Hat er immer, egal. Ich habe immer noch einen Spruch auf den Lippen, aber manchmal muss ich mich einfach verklemmen und dauert es 3 Stunden. Ja. Gut, dann bleiben wir bei den Coaching-News, bevor wir dann die richtig großen Dinger droppen. Die Leipzig Kings haben einen neuen Head Coach gesigned, nämlich John Booker, nachdem die Ära von
Coach Armstrong ja zu Ende gegangen ist. Was sagt ihr über die Personalie, Elias? Du hast da bestimmt schon unzählige Artikel über ihn verfasst auf Wikipedia. Naja, er ist ja nicht ganz neu. Also er war ja dieses Jahr schon Coach bei den Leipzig Kings. Er war ja für das Laufspiel unter anderem zuständig, wo ja nur zwei Quarterbacks Rushing Touchdowns erzielt haben. Tut mir leid, das konnte ich nicht verkneifen. und für die Offensive Line, die natürlich extrem verletzungsgeplagt war. Und ich bin gespannt. Also er ist schon rumgekommen in der Welt. Wohl war, ja. Und war schon Slowakei, Brasilien, Australien und so weiter. Also ich habe gehört, dass die Spieler ihn mögen. Und das ist ja erstmal auch das Wichtigste, dass der Zugang zu den Spielern da ist. Weil er ist ja auch Director of Sports Operation. Das heißt, Er ist dann auch hauptsächlich fürs Rekrutieren zuständig. Und genau. Hat somit ja eigentlich genau das übernommen, was Armstrong vorher gemacht hat, oder? Also Armstrong hieß Executive Vice President, aber ich glaube, das schenkt sich nicht viel. Ja. Aber er hat auch übrigens einen 2-Jahres-Vertrag bekommen mit automatischer Option auf ein 3. Jahr. Aber Fred Armstrong hatte ja auch einen Mehrjahresvertrag. Aber wir wünschen ihm alles Gute. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nicht zu vergessen wäre ja auch noch, dass in Barcelona dann auch schon der neue Head Coach vorgestellt wurde, ne? Nur so auch intern dann gelöst, wenn ich das richtig habe, ne? Der gute Mann. Wer wurde da hochgezogen oder wer wurde zum Gabriel Sanchez Acuña. Ach ja, stimmt, ja, genau. Der erste Mexikaner in der ELF. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben. Ja, letzte Woche schon, aber kurz. Vielleicht hatte Phil auch schon Stromausfall, ich weiß es nicht. Das war nee, aber ich glaube, das war auch davor. Wir hatten ganz kurz das thematisiert gehabt in der Tat. Aber das ist einer meiner Lieblingscoaches. Also der kennt uns immer, freut sich immer, kann man gut schnacken. Kann man wirklich gut schnacken, ja? Wurde auch, glaube ich, tatsächlich in der Pressemitteilung dann geschrieben, dass einer der großen Vorteile und ein Grund war, dass er halt Spanisch spricht, ne? Das, um halt eben da besseren Kontakt zu den Homegrown-Spielern zu haben. Barcelona war nicht alles perfekt. Also Bart Jaccarino hatte ja auch das kürzliche Interview wieder mit Dragon Sasak. Und da wurde ja auch mitgeteilt, dass er zum Beispiel meinte, er hätte schon länger nicht mehr mit dem offensiven Personal gesprochen, weil Bart Jaccarino ist zum Beispiel davon ausgegangen, dass Patrick Vannen die Offensive Plays called. Und da war er überrascht, dass es dann Andrew Weidinger gemacht hat zum Beispiel. Aber mal gucken. Mit Gabriel Sanchez kommt er auf jeden Fall sehr gut zurecht. Da fährt er mehr. Jungs, eine Frage hier meinerseits. Was zur Hölle ist Schnacken? Erzählen. Ja, okay. Also man kann gut miteinander kommunizieren. Das macht voll Spaß. Okay. So umgangssprachlich. Und für alle, die nicht wissen, was Anrainer ist, weil das wusste ich auch lange nicht, das ist Anwohner. Weil er vorhin nochmal gesagt hat, wir sollen es übersetzen. Und Kampfmannschaft ist einfach die erste Mannschaft, die Herrenmannschaft. Ja. Wobei, den Begriff finde ich aber echt cool. Da muss ich echt sagen, das finde ich, da bin ich jedes Mal wieder, ich weiß nicht, irgendwie zucke ich zusammen, wenn ich den Namen oder diesen Begriff höre, Bezeichnung für eine Mannschaft. Ich bin in der Kampfmannschaft. Ich habe auch übernommen. Gut. Weiter im Thema. Nächste News. Gehen wir mal nach Hamburg. Nach dem verlorenen Finalspiel. Eine große News oder zwei große News. Es gab ja zwei Retirements. Das größte erwähne ich jetzt mal ganz kurz. Kasim Edebali beendet offiziell seine Karriere als aktiver Spieler. Ich glaube, es war absehbar. Ich will es jetzt nur mal ganz vorsichtig sagen. Das waren ja im Prinzip nur zwei Seasons. Ich glaube, der große Plan war, zwei Titel zu holen und dann als glorreicher Champion ins Retirement zu gehen. Dass jetzt natürlich die Farbe lila, das rote Tuch sozusagen ist, ist natürlich blöd gelaufen. Aber trotzdem, Kasim blickt natürlich auf eine monstermäßig geile Karriere und auch ihm alles Gute. Was sagt ihr zu ihm? Hendrik, gerne. Ja, wir nehmen gleich, weil wir auch gleich ein Bild eingeblendet haben, auch Miguel Burg ist ja mit zurückgegangen. Natürlich. Beides tut sehr weh für Hamburg, aber ja, sie sind jetzt auch beide im Alter, wo man sagen kann, muss man nicht, aber kann man sagen, okay, wir hören auf. Der eine hat ja auch mit Verletzungen zu kämpfen, was ich nur sehr interessant finde. Letzte Saison haben sie auch schon an Leipzig Bombeck verloren. Trotzdem haben sie wieder eine überragende Saison gehabt, defensiverseits. Und jetzt gehen natürlich wieder zwei, das muss man einmal kompensieren.
Aber ich glaube, das schaffen sie. Aber den Bayern wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Und ich denke mal, Kasim werden wir trotzdem weiterhin sehen, ja, in irgendeiner anderen Form. Vielleicht, ja, vielleicht bei Puls 4 oder auch bei Ran, keine Ahnung, mal gucken. Aber ja, oder in irgendeiner Serie. Also ich glaube, um Kasim brauchen wir uns keine Sorgen machen. Schade für ihn tatsächlich wirklich, oder für beide, dass sich den Titel nicht holen konnten. Aber ich habe es von Anfang an gesagt, in der ersten Webshow, Wien holt sich den Titel. Das war, glaube ich, nicht die erste Webshow, weil in der ersten Webshow ging es über die Northern Conference. Okay, aber als das erste Mal über die Spiele geredet haben. Aber was ich auf jeden Fall noch dazu sagen muss, ist, dass man schon Miguel Burg auch auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, weil das war das Herz der Defense eigentlich, meiner Meinung nach. Also Kasim war natürlich in der Öffentlichkeit sehr präsent und hat dieses Jahr eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Aber Miguel Burg war, glaube ich, wirklich als Leader auch extrem, extrem wichtig in dieser Mannschaft. Und der hat sich ja während des Spiels verletzt, ist dann wieder raus, ist wieder reingekommen. Der lag ja dreimal auf dem Boden, musste dreimal behandelt werden und war dann am Ende dann auch sehr, sehr niedergeschlagen. Ja, alles Gute an ihn auf jeden Fall. Und Kasim ist NFL-Sack-Leader, also für einen deutschen Profi. Das, glaube ich, kann man nicht kleinreden. Egal, ja, kann man, glaube ich, nichts anderes sagen als Chapeau. Und ich glaube, das ist so der zumindest vom Erscheinungsbild das Positivste an Footballspieler, was ich so sehen durfte. Ich weiß gar nicht, wie kam das. Footballspieler sind irgendwann mal böse. Der läuft aufs Feld, hat ein Lächeln, der geht runter, hat ein Lächeln. Habe ich so, kenne ich nicht. Also irgendwie ist er immer sonst so ein bisschen entweder im Tunnel oder keine Ahnung, der ist immer am Grinsen, am Winken, am Tun und Machen. Halt so eine richtige Öffentlichkeitsperson. Also es wird der also Liga. Sein Charakter ist sehr positiv. Wahrscheinlich guckt er auch ab und an mal böse auf den Platz, wenn er nicht gerade in die Kamera guckt. Aber ich denke mal, sobald die Kamera irgendwie sein Gesicht zeigt, dann lacht er. Das ist wahrscheinlich, ja, das ist wahrscheinlich auch so. Ja, eine absolute Galionsfigur. Ich glaube, das deutsche American Football und auch Aushängeschild der Hamburger tut natürlich weh. Aber als Spieler, wann ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören? Das fragt sich jeder Spieler irgendwann einmal, wenn er merkt, okay, da zwickt es irgendwo, Verletzungen kommen hinzu. Und bei den Hamburger kam ja hinzu, zwei Finale hintereinander. Es war ja heuer nochmal so dieses emotionale, ja, Revenge-Game und jetzt holen wir uns das Ding. Und hat halt nicht geklappt. Ja? Und dann musst du eine Entscheidung treffen. Tue ich mir das Ganze jetzt nochmal an? Geht es körperlich noch? Werde ich meinen eigenen Erwartungen gerecht? Und da kommt irgendwann mal der Zeitpunkt, wo der Spieler sich ehrlich zu sich selber sein muss und sagt, geht's noch oder geht's nicht? Es gibt einige Spieler, sagen wir so, nicht viele, aber einige, die diesen Zeitpunkt verpassen und dann ihren eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden und eigentlich aufhören und mit einem ganz mulmigen oder mit einem schlechten Gefühl aufhören müssen, weil sie selber von sich mehr erwartet hätten. Und dann gibt's Leute, die erwischen den richtigen Zeitpunkt und können ganz beruhigt quasi die Schuhe an den Nagel hängen. Das ist übrigens ein ganz schwieriger Schritt. Das ist mitunter die schwierigsten Entscheidungen oder der schwierigste Tag eines aktiven Sportlers, eines Footballers, zu sagen, ich höre auf. Denn es ist, Jungs, ich sage euch, es gibt nichts Schlimmeres, als die Saison drauf auf der Tribüne zu sitzen und den Jungs zuzuschauen und mit jedem Spielzug denkst du dir, scheiße, das könnte ich da unten sein oder das könnte ich so besser machen oder das würde ich so machen, aber du kannst nicht mehr, du hast aufgehört und das hat einen Grund, warum du aufgehört hast. Aber Respekt jeden, der die Größe hat, dann auch ja, auf seinem Top-Level zu spielen und dann sagen, aufzuhören, es geht einfach nicht mehr. Es gibt leider auch viele, viele Beispiele, die dann sich bis ins hohe Alter versuchen, noch irgendwie Leistung zu bringen und die gehen dann, sagen wir mal, klanglos irgendwo unter. Aber sie, ja, vor allem Edebali ist ja... Tom Brady, gesagt, von dem alle reden, ne? Ne, ja, der bringt da teilweise zumindest noch Leistung. Also insofern geht's. Meine Frau sieht es anders. Er bringt teilweise Leistung, seine Frau sieht das anders. Also, welche Leistung reden wir jetzt? Erziehung der Kinder. Ah, okay. Okay, ja. Also insofern, ja, Retirements gehören auch zum Sport dazu, aber da sind schon zwei große gegangen jetzt, ja. Und nur eins noch, ich glaube auch, die wären vielleicht letzte Saison schon gegangen und wollten gerade noch mal eine Saison, weil sie es halt noch mal schaffen wollten. Und jetzt hätten sie wahrscheinlich gedacht, okay, vielleicht noch eine Saison oder nicht. Aber wie er schon sagt, irgendwann ist halt Schluss. Eigentlich wäre wahrscheinlich letzte Saison schon Schluss gewesen. Ja, also man sollte es halt vielleicht auch nicht zu lange rausziehen. Ja, ganz genau. Wie Pascha schon sagt. Ich denke auch mal, dass dann das jetzt schon von längerer Zeit geplant war, jetzt aufzuhören, weil
wenn dann 3 oder 4 Tage danach sein Buch angekündigt wird, dann gleichzeitig. Das ist gleichzeitig. Hat den gleichen Post gemacht. Okay, ja. Also da ist das dann schon so eine Sache. Ich finde es lustig, dass er genau jetzt, wo er dann aufhört zu spielen in Deutschland, dann scheinbar vorhat, dann zukünftig wieder nach Deutschland zu ziehen, samt Familie. Also das finde ich jetzt... Dann haben wir wohl den ersten, der zu RTL wechselt. Aber nein. Ich weiß. Das ist wohl jemand, das ist eher jemand anders, glaube ich. Ja. Gut. Weiter im Text. Und Pascha, weil du es gerade so schön gesagt hast, den richtigen Zeitpunkt für ein Retirement zu finden, ist unfassbar schwierig. Ich glaube, die nächste Person, die hat auch einen richtigen Zeitpunkt gewählt und braucht sich auch überhaupt nicht verstecken mit seinen Leistungen, denn auch ein Sean Shelton ist vom aktiven Sport zurückgetreten und auch er bekommt natürlich den Applaus, den er verdient hat. Eine absolut großartige Karriere. Und da vielleicht mal das ein oder andere Wort von dir. Wie hast du es aufgenommen? Ja, Sean Shelton, unglaublicher Typ. Ich durfte ja einige Jahre in Österreich erleben, kommentieren und ja, ein Stück weit auch so begleiten, was seine sportliche Laufbahn hier angeht. Absolut verdienter MVP, Liga-MVP. Also ich gibt für mich auch keine andere Wahl dafür. Ein herber, ein Riesenverlust für die Raiders. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich bin mega happy, dass er dem Sport erhalten bleibt. Ja, also, dass er da irgendwie nicht gänzlich von der Bildfläche verschwindet. Und wenn man so ein bisschen die Historie, wenn man ein paar Jahre zurückschaut bei den Raiders, da hat es schon auch mal die eine oder andere Situation gegeben, wo jetzt nicht offiziell und auch nicht von ihm selber, aber schon die Thematik war eigentlich... sucht er vielleicht einmal was anderes. Ja, da hat es einmal mit Coaches teilweise was gegeben und auch vor der heurigen Saison war es lange nicht sicher und fix, dass Sean Shelton der Quarterback sein wird. War es dann schlussendlich, hat eine unglaubliche Saison gespielt. Die Raiders haben wirklich tollen Football gezeigt, hat nicht ganz gereicht. Und jetzt tritt er zurück und er wird uns sportlich sicherlich, mir wird er definitiv fehlen, weil er ein toller Typ ist, ein super Leader und dem österreichischen Football sehr, sehr viel gegeben hat und jetzt im letzten Jahr auch dem europäischen Football. Und ja, hoffen wir, dass all seine Pläne positiv und gut ausgehen und drücken ihm die Daumen. Dann greifen wir das doch gleich mal auf. Du hast gerade schon gesagt, er bleibt dem Sport erhalten, in der Tat. Wir dürfen es jetzt auch droppen, denn Sean Shelton wird der Sportdirektor bei den Munich Ravens. Und das ist schon mal eine ganz interessante Sache, zumindest wenn man es vergleicht mit dem, was du gerade gesagt hast, dass da auch schon länger die Gedanken gewesen sind, dass mal in so eine Richtung gearbeitet wird. Was glaubt ihr, wird der in München abreißen? Wird das... ich glaube nicht, das ist kein PR-Move. Das ist ja Quatsch, weil der Typ hat ja auch nicht was auf dem Kasten. Also, Sean Shelton war bei den Raiders ja auch schon im Recruiting involviert. Mhm. Also er kennt sich da auf jeden Fall aus. Ich will auf jeden Fall auch noch sagen, dass es wirklich eine Ehre war, auch ihn spielen sehen zu dürfen, weil er wurde auch von vielen als Overseas Goat bezeichnet. Mhm. Und was er auch erreicht hat, ist seit 2014 war er in Europa, er hat 11 Titel gewonnen, unzählige individuelle Awards, auch zweimal den AFL-MVP und dann sagt er bei seiner Rede, als er den ELF-MVP bekommen hat, ja, dass er individuelle Auszeichnung gar nicht mag, sondern hat wieder das Team in den Fokus gerückt und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr stark und jetzt bei München, ich glaube, es ist ein logischer Schritt, ich freue mich auch, er kennt ja auch Sebastian Stolz sehr gut, der war ja mehrere Jahre auch in Innsbruck, auch bei den Raiders tätig. Und ich glaube schon, dass er die Sache gut machen wird. Ich frage mich bloß, es sind ja auch ein paar Allgäuer bei den Raiders aktuell, ob die dann, die zählen ja auch in München als Homegrown. Also das wird interessant sein. Mhm. Also ich glaube, die Münchner haben da einen riesen Coup gelandet. Also Sean Shelton ist ein unglaublich toller Quarterback, aber er ist ein Football-Fachmann. Ja? Wenn du mit ihm zu tun hast, er ist im Coaching auch tätig, hat absolut ein absoluter Fachmann. Und wenn du eine neue Organisation in einer neuen Liga bist, gibt es nichts. Ich meine, welche bessere Ausgangslage ist es denn, den letztjährigen MVP und jemanden, der wirklich ein Football-Fachmann ist, der den europäischen Markt in- und auswendig kennt, der natürlich den US-Markt kennt, da jetzt an den
an den richtigen Positionen zu haben. Und das, was du angesprochen hast, Elias, finde ich sehr, sehr interessant. Dieses Dreieck, Viereck, was da gibt mit Innsbruck, München, die Guardians aus der Schweiz und Mailand, die sind nicht weit alle voneinander entfernt. Ja, also das ist sowieso ganz, ganz interessant, welche Konstellation es da auch mit Spieler-Moves geben wird. Natürlich müssen wir die Importregelung immer im Auge behalten, aber nichtsdestotrotz, das wird schon sehr, sehr interessant. Da hast du sehr viel Football Power auf einem sehr, sehr kleinen Bereich an Fläche. Also wird für mich interessant und ich weiß, Sean Shelton wird Erfolg haben und das ist ein super Coup, dass die Münchner hier einen absoluten Fachmann geholt haben. Sean Shelton, für ihn auch eine Win-Win-Situation. Er lebt ja mal was Neues, braucht aber seine Heimat insofern nicht verlassen. Er ist ja familiär in Tirol, tief verwurzelt und von München nach Innsbruck ist jetzt nicht so die lange Distanz. Also insofern, glaube ich, haben beide Seiten gewonnen. Für die Raiders ist es allerdings ein Verlust. Und er kennt viele Spieler von den Raiders, die, wie gesagt, in Deutschland auch als Homegrown zählen würden. Es könnte natürlich noch ein doppelter Verlust sein für die Raiders, weil vielleicht kriegt er den einen oder anderen überzeugt, nach München zu kommen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Und Sean Shelton ist auch jemand, der, wie du auch schon gesagt hast, Pascha, dass er auch schon gecoacht hat, bei fast jeder Folge auch von Pirates Cove vor der Saison hat er immer wieder auch den gesagt, wie wichtig der Nachwuchs ist. Und deshalb bin ich auch sehr sicher, dass die Ravens irgendwann auf jeden Fall auch dort irgendwas machen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einverstanden ist, wenn die Ravens da nur eine Kampfmannschaft in der ELF stellen. Naja, okay, viel mehr, also ich sag jetzt mal mehr wie irgendwelche Trainingslager oder ähnliches anzubieten, ist ja weiterhin trotzdem in Deutschland nicht möglich. Kooperationen auf offiziellem Wege oder ähnlichem sind ja nun einfach nicht möglich. Das ist halt der Vorteil, der in Österreich und auch in allen anderen Ländern vorhanden ist, egal ob in Polen oder jetzt auch in Barcelona, diese Academy, die sie jetzt machen und dann halt quasi sogar ein Team in der spanischen Liga dann stellen, sozusagen. Da kann man sich seinen Nachwuchs natürlich dann heranzüchten und fördern. Ne? Und das ist das, was dann jetzt in Deutschland erstmal noch gewaltig fehlt, muss man ganz klar sagen. Da können die Teams alle machen, was sie wollen. Was man ja auch nicht vergessen darf, ist A, die Offseason ist lang, da kann so viel passieren. B, die European League of Football ist ja nicht nur ausgelegt auf 3 Jahre, sondern auf ganz, ganz lange und irgendwann wird es passieren. Und die Franchises in Deutschland sind ja sowieso alle neu. Selbst wenn die jetzt einen Unterbau hätten, wäre der ja auch relativ neu. Es wäre trotzdem alles ein bisschen komplizierter als bei den Vikings, die ja den Unterbau schon immer hatten, einfach hochgezogen haben. Also egal wie, in Zukunft werden wir das irgendwann erleben. Da bin ich mir zu 100% sicher, irgendwann wird es einknicken. Vielleicht schnell, vielleicht auch nicht so schnell. Aber der Vorteil wird erstmal auf längere Sicht natürlich bei den Österreichern und auch bei den Österreichern sein, denke ich mal. Aber irgendwann wird es hier auch kommen. Wie gesagt, das Projekt ELF ist ja nicht nur auf kurze Distanz ausgelegt. Aber Hendrik, das ist schon ein Projekt, das sehr, sehr lang braucht. Also Nachwuchsarbeit ist etwas, wo du wirklich einen langen Atem haben musst. Die Vikings, meine Mannschaft, haben damals, ist ja auch nicht die Weisheit erfunden worden, weil man jetzt lustig war und gesagt hat, so, jetzt machen wir das mit dem Nachwuchs, sondern die haben jahrelang richtig auf die Mütze bekommen von den Graz Giants damals. Ich rede jetzt von den Anfängen des American Football in Österreich in den 80er, 90er Jahren. Und man konnte sich dann einfach nicht mehr leisten. Damals gab es keine Importregelung, es sind irgendwie 10 US-Amerikaner am Feld teilweise gestanden und so. Und dann hat man gesagt, okay, man kann dieses Geld nicht mehr aufbringen, wir machen es andersrum, wir holen uns US-Coaches, bilden nicht nur die Kampfmannschaft aus, sondern auch den Nachwuchs. Man hat angefangen, als erstes Team in Österreich, soweit ich mich erinnere, einen ganzjährigen US-Coach herzuholen, der das ganze Jahr über da war und gerade in dieser Offseason mit dem Nachwuchs gearbeitet hat und bis der Erfolg sich aber dann eingestellt hat, wir reden da schon von einer Zeitspanne, das hat schon noch ein paar Jährchen gedauert. Ja. Und die Basis, ich bin voll und ganz bei euch, den Riesenvorteil, den sowohl die Raiders, aber vor allem die Vikings haben, ist einfach, dass sie super reagieren können. Ja. Also das Recruitment bei ihnen ist in erster Linie vor ihrer eigenen Haustür. Und dann setzt du nur noch mal so ein paar Highlight-Spieler obendrauf, US-Imports, ein paar europäische Imports, aber die Basis kannst du dir selber herrichten. Du hast die Möglichkeit, mit deinen Nachwuchsteams, vor allem mit der U19, die wir hier haben,
mit dem Juniorenteam ähnliches oder das gleiche System zu spielen und die Spieler wirklich von der Pike auf das aufzubauen, was du dir erwartest für die Kampfmannschaft. Also insofern ist das schon ein Riesenvorteil, dass die zwei österreichischen Teams da wohl gegenüber den deutschen Kollegen haben, deren Aufgabe jedes Mal in der Offseason ein Stück weit neu beginnt. Gut. Ich würde sagen, das News-Segment geht jetzt fast eine Stunde. Und nee. Elias hat noch eine Frage. Genau. Ich will es nur kurz abschließen. Darüber müssen wir nicht reden. Aber damit alle das mal gehört haben, bei den Centurions sind nämlich auch fünf Spieler schon zurückgetreten. Nämlich Jens Vogt, Junior Priele, Bencho Cherimacic, Legende Marc Scherenberg und auch Niklas Liesen. Wobei es bei Niklas Liesen eigentlich eher ja, aus beruflichen Gründen war. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir den irgendwann wieder zurücksehen. Zudem gibt es auch Gerüchte um Michael Habetin, die in einer Inside the Raiders-Folge gestreut wurde. Was Offizielles habe ich hier aber noch nicht gehört. Ja, bester Left Tackle Österreich. Oh, mit Alexander Milanovic zusammen. Und weil wir schon bei den Coaches durch waren, bei den Fehervar Enthroners ist heute noch Bill Myers announced worden. Das ist ein Offensive Line Coach, der mehrere Offensive Linemen ausgebildet hat, die dann gedraftet wurden und der auch selbst mehrere Jahre lang Coach war in der NFL. Also auch da wurde schon mal ein richtig großer Name gedroppt. Das wollte ich nur noch sagen. Das Quick-News-Segment hast du gut rübergebracht. Sehr gut. Danke. Gut, dann lasst uns zum Hauptthema kommen, denn es war ja, ich glaube, eins noch, bevor wir zum Hauptthema kommen. Das Hauptthema bei dir ist ja bestimmt das Spiel, oder? Ja, natürlich. Wir lassen uns doch wenigstens ganz kurz noch über die Ornas reden, wer was gewonnen hat. Das kann man ganz schnell abarbeiten. Okay, bitte. Elias, magst du das machen? Also das und nicht vorbereitet? Jetzt unvorbereitet. Auf jeden Fall kann man sagen, dass der ELF-MVP wurde Sean Shelton. Und da haben wir eigentlich auch gesagt, dass es eigentlich keinen falschen treffen kann. In den Augen vieler war es Zach Edwards. Glenn Tunga hat sicherlich auch drauf geschielt. Letztendlich, also für mich war das auch eine sehr schwierige Frage eigentlich, wen ich wählen würde, aber ich hätte mich auch für Sean Shelton entschieden. Und von dem her, ja, das war der erste Preis. Gibt es da irgendwie Meinungen, dass es ein Skandal ist? Dass ich glaube, dass da sowieso insgesamt die richtigen Leute gewählt wurden. Es sind immer zwei, drei, die es vielleicht verdient hätten. Aus verschiedenen Winkeln hat man da wieder eine andere Meinung, aber da ist jetzt keiner bei, der da falsch geehrt wird. Genau. Dann sage ich einfach nur noch die anderen, also Attila Ishik, Defensive Back von den Istanbul Rams, ist Defensive Rookie of the Year geworden. Da hätte man auch Christoph Nitzelnader sehen können, aber Attila Ishik, ist mir während des Saisons tatsächlich gar nicht so krass aufgefallen. Wenn man sich aber mal die Statistiken anschaut, dann denke ich, war das mehr als verdient. Also 3 Interceptions und ich glaube über 10 Pass-Breakups. Hört sich zumindest jetzt mal gut an. Dann war Offensive Rookie of the Year war Anton Cialay. Schade, dass Matze nicht da ist, von den Leipzig Kings. Und Rookie des Jahres, also da war mir, glaube ich, da gab es, glaube ich, keine andere Meinung, war Marco Schneider. Wie seht ihr die Rookies? Es war ja eh nicht ganz klar, was jetzt überhaupt ein Rookie ist. Von dem her kann man sich da gar nicht so groß beschweren wahrscheinlich. Also bei den Rookies gehe ich komplett mit, wirklich, weil ich, wie du schon sagst, gar keine Ahnung hatte, wer überhaupt auswählbar war. Natürlich haben sie dann drei Vorschläge vorgegeben, so. Oder drei, wie nennt man das denn? Die wurden nominiert, so. Drei nominiert. Genau. Bei Attila hat es mich ein bisschen verwundert, aber wie gesagt, da bin ich auch überhaupt nicht drin. Und deswegen, bei den drei gehe ich komplett mit und haben sie alle verdient. Natürlich haben es auch da oben alle verdient, aber da habe ich noch andere Meinungen. So. Aber wie gesagt, da werden schon Experten sich da Gedanken gemacht haben. Bei wem hättest du denn eine andere Meinung? Ja, wenn wir so ein bisschen höher gehen, auf jeden Fall, da hatte ich, also hätte ich wen anders vorne gesehen. Also für mich, da wollen wir einfach mal durchgehen. Ich kann es auch noch schnell vorlesen, weil jetzt habe ich es vor mir. Ja, machen wir. Danke an Dominik. Also Assistent Coach of the Year ist Kyle Callahan, Coach of the Year ist Andrew Weidinger, Special Teams of the Year, und da bin ich zu 1000% dabei, ist Erik Schlomm. Brauche ich nicht mehr zu sagen. Defensive Player of the Year, Kyle Kitchens, da gab es für mich auch fast gar keine zwei Meinungen. Offensive Player of the Year mit Kyle Sweet, hat er auch verdient. Um Gottes Willen, hat er auch verdient. Nur da
hätte ich dann halt andere gesehen. Also, dass Glenn Tunga zum Beispiel gar keiner von beiden wurde, das hat mich sehr, sehr, sehr hart erschrocken. Ich dachte, okay, wenn er nicht Offensiv-Playoffs hier wird, wird er MVP oder halt andersrum. Also, ich gönne es auch schon Shelton, aber dann hätte ich doch Tunga tatsächlich als Offensiv-Playoffs hier gesehen, weil er wirklich, ja, der hat die Offensive, ja, er war die Offensive, fertig. Mhm. Und bei Barcelona kann man genauso Zach Edwards sehen. Also wer war jetzt wichtiger? War jetzt wirklich der Receiver wichtiger als Zach Edwards? Also das, weiß nicht, schwierig. Aber das, da hätte ich jetzt schon wen anders gewählt. Aber ja, er hat es deswegen trotzdem verdient, um Gottes Willen. Aber das war halt so, da war ich nicht ganz so im Einklang. Falls ich da was so sagen darf. Okay. Ansonsten hättet ihr auch alle genauso gewählt. Also ich würde es mal so sagen, du hast es gerade ganz gut getroffen. Ne? Also alle, die den Preis am Ende gewonnen haben, haben ihn verdient auf die eine oder andere Weise. Du kannst da nichts gegen sagen, das ist doof. Ja, dass man da argumentieren kann oder beziehungsweise man selbst jetzt vielleicht gedacht hat, okay, der oder der hätte es werden können. Ja, ich hätte mir zum Beispiel Alejandro Fernandez von den Dragons noch irgendwo gewünscht. Gerade... Ja. Lukas Holub hätte es. Ja, das ist ja genau das, was ich meine. Ne? Also es gab halt so viele Namen, die du irgendwie hättest reinbringen können. Und es hat keiner von den Vikings gewonnen allgemein. Das ist auch natürlich faszinierend. Genau, man sieht im Finale vielleicht auch, dass Coach Mitchell ein hervorragendes Mastermind ist. Und man hat auch im Finale gesehen, dass Lukas Holub auf einem sehr hohen Niveau spielen kann, weil der hat häufig auf der Weak Side ja gegen Kasim Edebali überzeugt. Ja, zu den Vikings natürlich, auch hier hat es geheißen, keiner von den Vikings, aber ganz ehrlich, ist einerseits eine Auszeichnung für das Team, dass da keiner jetzt groß herausgestochen ist und man dennoch Football auf seinem hohen Niveau gespielt hat. Und was die anderen MVPs angeht, ist eigentlich auch das eine Auszeichnung an die Liga, dass es für jede Auszeichnung tatsächlich einen größeren Pool an Spieler gibt und Coaches, die da in Frage kommen. Und ich finde auch, es hat jeder sich das so verdient. Natürlich hat jeder seine persönliche Präferenz. Der eine hätte Kyle Sweet vielleicht eher da nicht gesehen oder Tunga. Wäre beides richtig, ist beides falsch, unter Anführungszeichen. Aber interessant für mich auch, wie gesagt, die Vikings keine einzige persönliche Auszeichnung, aber dann schlussendlich als Team die größte Auszeichnung, die du als Football-Organisation dir holen kannst. Im Endeffekt ist es dann auch auf wienerisch wurscht, ob es dann ein MVP oder ein Rookie of the Year in deinen Reihen hast. Wenn du am Ende diesen Pokal hochstemmst, ist alles andere egal. Ich glaube, du triffst das gerade ganz gut. Lustig war noch das Bild von Björn Werner mit Kitchens, wie er ihn direkt wieder hat unterschreiben lassen fürs nächste Jahr. Was auch noch eine News ist. Ja, was de facto eine News ist, die eigentlich noch gar nicht hätte passieren dürfen, weil man eigentlich in diesem Jahr erst ab dem 1. November Spieler offiziell sein darf, aber bei Kyle Kitchens... Also kann er immer noch wechseln. Macht wohl eine Aussage. Aber wir haben doch einen vergessen, den Man of Honor, und den möchten wir sicherlich hier auch würdigen, von den Hamburg Sea Devils, der Nachfolger von Ballschmeißer Jan Weinreich, ist Dennis Kanzler geworden, Offensive Lineman. Hendrik, weißt du warum? Das ist der von Hamburg, genau. Ja, richtig. Ja. Das habe ich damals mitbekommen am Rande, und da habe ich euch gesagt, den kann ich mir vorstellen, ich weiß leider seinen Namen nicht, aber schön, dass er auch geworden ist. Der hat von seiner Arbeit einen Bulli genommen und vollgepackt mit ganz vielen Sachen aus der Umgebung, die sie gesammelt haben, und hat es an die Grenze gefahren zur Ukraine. Ich hoffe, dass nicht nur ein anderer Hamburger es gemacht hat. Also ich bin mir nicht sicher, dass es er war, aber es werden nicht so viele Hamburger was gemacht haben. Deswegen glaube ich, er war es gewesen. Und das fand ich schon eine große Sache und deswegen auch vollkommen verdient. Also wie damals Jan Weinreich, wo die Hochwassersache da war. Es war halt top aktuell. Es war wichtig und genau, und er hat sich da eingesetzt und hat weite Strecken mit einem, klar, Dienstfahrzeug ist auch scheißegal, aber er ist die weite Strecke gefahren bis an die Grenze, um da halt, Toilettenpapier und Co., was man halt alles so brauchte, in die Ukraine zu bringen. Großartig. Habe ich tatsächlich den Abend nicht mehr mitbekommen, weil wir schon rausgegangen sind tatsächlich. Mhm. Aber ich habe ja Gott sei Dank die Story vorher schon mal erfahren. Das Ganze fand ich übrigens sehr schade, dass das nicht übertragen wurde. Es ist wieder Zeit für Werbung. Ich kenne das. Werbung ist ätzend, Werbung ist nervig. Werbung muss zwar sein, aber ich umgehe das gerne mal in dem Moment, wo ich mein Handy raushole, wenn Werbung ist. Und dann gucke ich so, was bei football.eu los ist. Oder ich gucke mal, was bei der European League of Football los ist. Oder ich gucke auf den Shop. Und da kann ich euch einen empfehlen. Und zwar markeur-sports.de. Da kriegt ihr ELF und NFL-Merch zu euren Lieblingsfranchise. Guckt einfach mal vorbei. Vielleicht bestellt auch was.
ja, damit hilft er nicht nur Marqueur Sports, sondern auch uns. Und ja, viel Spaß beim Shoppen. Aber noch eine Sache. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass wir diesen WhatsApp-Service haben, den auch sehr, sehr viele schon nutzen. Danke dafür. Danke auch für das positive Feedback. Aber solltet ihr es noch nicht nutzen, hier unten steht die Telefonnummer. Schreibt Start ELF und ihr seid dabei. Ihr werdet sofort mit den Neuigkeiten informiert, die wir auch gerade haben. Sobald etwas öffentlich ist, kriegt ihr es aufs Handy. Und ja, das ist eine ganz feine Sache. Und guckt es euch einfach mal an. Man kann es jederzeit beenden, falls es nichts für euch ist. Okay. Also es war überall gefragt. Es war doch ein Stream da einzurichten für die... Also dann kann der Elias auch kurz was sagen. Er fand es sowieso eine Frechheit. Vielleicht möchte er darüber noch reden. Ja, also ich möchte schon loswerden. Es war nämlich leider kein Event für die Spieler. Es war nichts gut für die Athleten. Ja, allein die Platzierung, das war genau ein Tag vom Championship Game, meinst du das? Das zum einen, also als Spieler, der dann auch noch im Championship Game spielt, ja, hätte ich da überhaupt keine Lust. Es waren ja allgemein auch tatsächlich sehr wenige Spieler da. Und dann waren halt, wenn man sich das vergleicht mit dem letzten Jahr, die ELF Honors, da wurden die All-Stars eingeladen, da waren 50 Spieler oder so da. Das war ein Tag nur für die, wo die in den Mittelpunkt gestellt wurde, wo man gemeinsam noch gegessen hat. Es gab dann, wo man Fotos machen konnte, wo man dann halt so eine richtige Veranstaltung hatte für die Spieler. Ja. Es war schön für die Fans. Also für uns war es toll. Also die Veranstaltung jetzt nicht unbedingt, aber die gesamte Party, weil man halt einfach mit sehr vielen Leuten sprechen konnte. Aber es war halt, da standen dann einfach nur Fans, standen ganz nah dran an diesem Pult. Und dann mussten sich die Spieler irgendwie durchdrängeln und hatten dann einen Anzug an zum Teil. Und die anderen waren halt dann in Fanwear, was ja vollkommen in Ordnung ist, hatten wir ja auch an. Und da hab ich auch mit ein paar Spielern dann auch noch geschrieben und die fanden das jetzt nicht so toll. Also sie wurden nicht so gewürdigt, wie sie es letztes Jahr gewürdigt worden sind. Also falls wir was sagen dürfen, wir wünschen uns ein Event wie das letztes Jahr. Natürlich freuen wir uns über eine Einladung, wenn wir da sitzen dürfen, aber auch für die Spieler. Wie gesagt, lieber mit uns streamen. Es war doch cool. Natürlich war es doof, dass man die Spieler halt nicht danach quatschen konnte. Aber keine Ahnung wie viele, es waren ganz viele Menschen auf jeden Fall auf engstem Raum, ganz rangedrückt und dann kam von hinten... zum Beispiel Sean Shelton musste dann nach Alibi vorbeidrücken, weil er halt durch musste, weil er vielleicht überrascht war, dass er erst gewonnen hat und natürlich hinten an der Toilette stand und nicht vorne schon am Pult. Ja. Und das war, und ja. Die ELF wusste nicht mal, dass Anton Jalay da ist. Die wollten einfach weitermachen. Und dann kommt er plötzlich auf die Bühne. Oh, du hier. Du bist ja doch da, ne? Dann machen wir noch ein kurzes Interview mit dir. Ja, und man hat es auch kaum verstanden natürlich, weil ja alle so laut waren. Dann waren natürlich Björn Werner und Kai Kitschner auf der Bühne. Auf einmal haben alle geschrien, schon hat man die nächsten Worte nicht mehr verstanden. Ja, also ich fand das letzte Mal im Stream ganz cool. Ich habe mich tatsächlich hingesetzt, habe mir das angeguckt. Würde ich mir wieder wünschen für die Zukunft. Man obwohl... muss es trennen, Hendrik. Party, man kann die ELF Honors ja eine Woche davor machen oder eine Woche danach. Ich rede nur von den Honors, tatsächlich. Also wünsche ich mir auch immer wieder eine Party. Haben sie ja letztes Jahr auch gemacht, war ja auch eine Party trotzdem. Also ich möchte zu einer Party kommen, aber da müssen jetzt nicht unbedingt die Honors sein. Ich komme auch zu den Honors, wenn ich geladen werde, kein Problem. Ich setze mich hinten in der Ecke mit meiner kleinen Handykamera, auch alles gut, aber ich bin auch ganz leise. Ja. So viel, jetzt darfst du zu dem Hauptevent kommen. Der heute. Ja, ist. Das Hauptevent, es war angeblich ein Spiel, jetzt wo wir bereden müssen. gut, dann jetzt das Hauptding, das Championship Game. Die Vienna Vikings gegen die Hamburg Sea Devils. Und die Vikings sichern sich in ihrer ersten Saison den Titel und gewinnen 27-15 in einem Spiel. Lass uns erstmal über die Facility generell reden, wie das Ganze gewirkt hat. Ich meine, ihr wart da, lasst mich mal anfangen. Wir haben einen Kommentator dabei, der kann was dazu sagen. Wir haben einen, der es im Fernsehen gesehen hat. Wir haben Leute, die live dabei gewesen sind. Ja, also mein Punkt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es, und das meine ich, hat nichts mit dem Spiel zu tun, mit der Qualität. Das hat jetzt rein was vom Visuellen zu tun. Es waren irgendwie um die 10.000 Leute angeblich da. Stimmt das? Nur mal nicken, so in etwa. Pi mal Daumen, ja. Im Fernsehen, ich hatte irgendwie keine Championship-Vibes. Es hat sich aufgrund der Größe so verlaufen, es hat gewirkt, als wäre fast keiner da. Und das fand ich irgendwie schade. Das hat dazu beigetragen, dass die ganze Stimmung für den Fernsehzuschauer oder für mich oder für uns, ne, wir haben es ja zusammen geschaut, meine Family,
dass da so ein bisschen die Vibes von einem Championship-Game verloren gegangen sind. Jetzt gerne der Kommentator. Wie fandest du rein das Feeling vom Game selbst? Unabhängig von der Qualität des Spiels. Nein, gehe jetzt nur auf das Visuelle quasi ein. Ja. Bin ich doch absolut bei dir. Ja. Das Stadion in Klagenfurt ist ein Schmuckstück, ist wirklich ein tolles Stadion, Fassungsvermögen, knapp 30.000 Plätze. Und dann sprechen wir von knapp über 10.000 Zuschauern, die da waren. Und für mich jetzt das Entscheidende, das Ganze auf drei Tribünen verteilt. Ja. Ja. Und du hast natürlich eine Kameraführung fürs Fernsehen und die zeigt dir quasi die große Haupttribüne gegenüber der VIP-Stands. Ja, also insofern hast du dort zwar den Großteil der Fans, aber du hast auf der Tribüne, wo die Kamera steht, auch noch einen Haufen Leute gehabt. Ja. Ich verstehe nicht, weil es schon auch sehr, sehr wichtig ist und das unterschätzt man oft, welche Macht die Bilder im Fernsehen auch haben für Zuschauer, für Fans, für potenzielle neue Fans, für Sponsoren, für Wirtschaftstreibende und für das Produkt Football als Ganzes. Ich verstehe nicht, warum man, und das ist bei den Vikings immer so, ja, warum die nicht alle auf eine Tribüne setzen, ja, damit das einfach im Fernsehen besser ausschaut, ja, oder auch die Bilder einfach besser rüberkommen. Das müsste man die Organisatoren fragen. Natürlich, die Bereiche sind halt woanders. Ja, meine Güte, aber das wird jetzt nicht der große Schar an Zuschauern gewesen sein, die da am VIP-Buffet gestanden sind. Also insofern, ja, hätte ich mir auch gewünscht, 10.000 Zuschauer gehen halt verloren in seinem Stadion für 30.000, wenn nicht alle komprimiert dort sind, wo die Kamera hauptsächlich hinschießt. Ja. Dementsprechend gibt es sicherlich bessere Lösungen, das zu machen. Aber ansonsten, Klagenfurt, diejenigen, die dort waren, eine total, wirklich eine tolle Stadt. Mit ein bisschen Glück hat man tolles Wetter dort, direkt am See, wirklich tolle Umgebung. Stadion perfekt, ja. Für die Spieler ist es toll, ja. Also modernes, neues Stadion. Aber mit den Zuschauern oder zumindest mit der Optik muss man sich da was einfallen lassen, sofern man das wieder mal hier in unseren Gefilden so austrägt. Wie habt ihr beides, wie habt ihr das gefunden, so live dabei zu sein? Wie war da die Atmosphäre so? Gab es Powerparty oder gab es irgendwas in der Richtung, wo man groß Action und Spaß haben konnte? Oder ich meine, gerade für das Finale denkt man sich ja sowas, dass da groß aufgefahren wird. Also Elias lacht schon. Ich würde eigentlich erst gerne Elias Meinung hören, bevor ich meine Frage habe. Ich habe zu beiden Seiten was zu sagen. Ja. Also man muss dazu sagen, dass wir tatsächlich ja erst relativ spät gekommen sind dieses Mal, weil wir hatten eine relativ lange Nacht. Und also ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht, was da aufbereitet ist. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwie einen Hüpfburg oder sonst irgendwas gab für Kinder. Aber das kann ich tatsächlich gar nicht genau sagen, weil ich habe darauf nicht geachtet. Es war schweineteuer. Mhm. Und man hat auch gehört, dass Österreicher sehr gerne mit Karte zahlen. Das war auf jeden Fall nicht möglich. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Klischee ist, aber da haben sich auf jeden Fall welche beschwert. Aber also ich fand das Stadion innen drin sehr schön, ein bisschen steil, wenn man halt so weit oben bucht. Kriegt man nochmal einen halben Herzinfarkt oder gar nicht mehr. Aber ja, also wie gesagt, ich fand das Stadion eigentlich auch sehr schön. Für mich hat es sich eigentlich gar nicht so krass leer angefühlt, aber es war auch nicht besonders laut. Also was halt cool ist, dass es oben, diese obere Tribüne, das ist ja so ein Stahlgerüst. Das heißt, wenn man da mit den Füßen so draufhaut, dann macht es nochmal einen richtigen Geräusch. Das hast du bei einer normalen Tribüne ja häufig nicht. Und das hat man manchmal dann so gehabt. Aber ja, also ich kann dazu eigentlich gar nicht so wirklich was sagen, Hendrik. Tut mir leid. Schlimm, aber ja, ich wollte einfach, dass du zuerst redest. Also wir sind wir sind am Samstag angekommen. Und da war schon mal eine Vorparty vor dem Stadion, die übrigens sehr, sehr gut war. Also da konnte man auch kicken. Ich habe es total vergeigt. Man konnte werfen. Ich habe es total vergeigt. Was konnte man noch? Ah, Bälle fangen. Habe ich auch nicht gefangen. Also, ich bin kein Footballer, man hat es gemerkt. Aber da muss man sagen, ELF, ihr habt ein bisschen wenig Werbung gemacht. Ich habe davon gar nichts gewusst. Elias hat es wieder über 10.000 Ecken oder vielleicht auch irgendwo gesehen. Es wurde aber wenig beworben. Es war nicht sehr viel los, aber man konnte von Franchises, zum Beispiel Stolle treffen oder Kocizume, von Frankfurt waren welche da, von den Lions waren welche da. Waren nicht viele da, aber es waren halt ein paar da. Dann waren so ein paar Kinder, die so ein bisschen Flag-Football gespielt haben. War eine nice Veranstaltung. Preise sind natürlich lächerlich hoch. Ich habe natürlich gleich über Wasserpreise fotografiert. Genauso teuer wie eine Cola und ein Bier. Also das... Ja. Nein, da wollen wir nicht drüber reden. Die sind einfach alle Gacker im Kopf, wer da Wasserpreise... Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, das war ganz nice, aber war halt schlecht beworben, deswegen war relativ wenig los. Ein Tag später war ja die Party, die war in ein wunderschönes Location.
Eigentlich, das war eigentlich gut. Also ja, viele haben zwar gesagt, das war jetzt für die nicht so, aber ich und Elias waren ja eh nur drauf, irgendwelche Promis zu treffen, jedenfalls GMs, Trainer, Spieler, wie auch immer. Ja. Für uns ich habe mich das auch über alle gefreut, die uns gekannt haben. Onkel Charlie, Doris waren alle ja, da. Ja, genau. Also wir kannten ja gefühlt Brandy. Die Hälfte und die Hälfte kannte uns. Dadurch war es wirklich eine super Veranstaltung, aber kann man sich vorstellen, für wildfremde Menschen, die nur zu zweit dahin fahren, die stehen halt in der Ecke und denken sich, was machen wir jetzt hier? Das war letztes Jahr übrigens auch schon ein großer Fehler. Also da müsste man irgendwie irgendwas hinkriegen, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt Aufgabe der ELF, ich weiß es nicht. War ganz gut, aber wie gesagt, mit den Ornas war kompletter Rotz. Und jetzt zum Stadion, da bin ich zwiegespalten. Einerseits saß ich da ganz, ganz oben, ähnlich wie in der Ravelinstraße, wie du sagst, man kann da ausrutschen, weil das so steil ist. Hätte ich da auch, also hätte ich mich da betrunken, würde ich jetzt nicht mehr hier sein, weil das war so krank steil. Aber ich habe mich nicht betrunken, deswegen war alles okay. Und als ich drin saß, dachte ich mir, wow, wie voll ist diese Hütte hier? Weil du hast nichts gesehen und dann siehst du mal oben auf dem Bildschirm eine Tribüne und siehst einmal, wie leer das eigentlich ist. Also im Stadion hast du es nicht gefühlt, weil wir wirklich da saßen, wo relativ viel los war. Okay. Aber ja, es kam halt nicht so eine Stimmung auf wie in Düsseldorf. Und es hieß ja dann doch irgendwann 14.000, 15.000. Kann sein, glaube ich zwar nicht, aber ich will jetzt auch keinem was unterstellen. Das war wohl eine Schätzung. Das war wohl eine Schätzung des Statistikteams, die das aber halt sehr genau geschätzt haben. Ich meine, wenn ich schätze, dann schreibe ich halt 10.000 oder 11.000, dann schätze ich 10.873. Aber es war, also die offizielle Zahl ist 14.566. Und da wollen wir jetzt mal den guten Willen haben, ne? Ja, so viel waren es dann auch. Und noch eine Sache, und vorm Stadion waren halt auch Fressbuden und Trinkbuden, aber es war halt alles teuer und es war alles so eng, und aber es war okay. Also das war jetzt nicht das Schlimmste. Ich glaube, das wirklich das Schlimmste war, dann selber in diese Fernsehbilder zu sehen und denken, ach du Scheiße, Gott sei Dank, sitze ich jetzt vom Fernseher. Die Schlange beim Reingehen ins Stadion. Ja. Wir haben gedacht, der Anpfiff muss verschoben werden. Das war unfassbar. Wir haben halt eine halbe Stunde vorher gedacht, okay, gehen wir mal rein. Mein Bruder ist immer so einer, der muss schon eine Stunde vorher rein und macht schon Hektik. Und eine halbe Stunde vorher haben wir gesagt, okay, dann gehen wir jetzt mal rein. Und dann wollten wir uns in der Schlange anstellen. Das war die längste Schlange meines Lebens. Wir sind gefühlt eine halbe Stunde zum Ende der Schlange gegangen. Und dann so fünf Minuten vor Anpfiff haben sie auf einmal alle auf alle Türen verteilt und man kam doch noch pünktlich rein. Also den Einlauf von den Vikings haben wir gerade noch mitbekommen. Oder Hamburg, ich weiß nicht, einer von beiden haben wir gerade noch so mitbekommen. Keinen mehr gesehen, glaube ich. Ja, aber auf jeden Fall, das war natürlich komisch. Aber im Stadion war es wirklich gut. Also es war eine schöne Veranstaltung, alles ringsrum. Aber wenn ich mir das im Fernsehen hätte angeguckt, ich glaube, ich hätte die Elf entfolgt auf Instagram. Wirklich, okay. Da bin ich komplett bei. Also eine Frage, weil dann kann man der ELF vielleicht wieder folgen an Pascha. Das Spiel hat ja anscheinend auch Next Generation Stats gezeigt. Habt ihr die auch eingeblendet? Habt ihr da auch was bekommen von diesen Nein, da haben wir, soweit ich weiß, nichts bekommen. Man muss ja jetzt richtig stellen, ich selber habe ja dieses Spiel nicht kommentiert. Ah ja, stimmt. Ich habe mir das privat angeschaut. Ich hatte die 19 Uhr Partie der NFL zu kommentieren an dem Tag. Deswegen konnte ich mir das Spiel in Ruhe gemütlich privat anschauen. Aber was ich von den Kollegen weiß, hat es da keine. Also es hat schon, also die Einblendungen hat schon gegeben. Die waren teilweise doch sehr interessant. Es gibt so Max Speed zum Beispiel und solche Sachen. Aber jetzt, ja, ist ein nettes Gimmick, was sicherlich Zukunft hat, sofern es funktioniert. Ja. Mit den Stats ist sowieso so eine Sache. Ja. Also wir greifen ja da auf die offiziellen Stats der ELF natürlich zurück. Und da gibt es sicherlich auch ein bisschen Verbesserungsbedarf in der nächsten Saison, denn das hat nicht immer funktioniert. Also ich habe mindestens zwei Partien gehabt, wo ich gar keine Stats hatte. Also auch wirklich nicht die rudimentärsten Stats waren einfach nicht da. Oder die waren viel zu spät eingeblendet und solche Sachen. Also da gibt es schon noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Stefan, wie fandst du es? Was war dein Eindruck? Ich muss erstmal ganz grundsätzlich sagen, auch wenn 10.000, 11.000, 12.000 in dem Stadion vielleicht auf den Bildern nicht so toll waren. Ich glaube, für eine Sportveranstaltung in Österreich, ohne das jetzt klein zu reden, sind 10, 11, 12.000 Zuschauer, glaube ich, schon mal gar nicht so schlecht. Wir reden ja nicht über, ich sage jetzt mal in Deutschland, wo jedes Wochenende 80.000 Leute in Dortmund im Stadion sitzen. Sicherlich gibt es genügend Veranstaltungen, wo mehr sind. Aber für Football glaube ich schon mal gar nicht so schlecht. Für meine Meinung war das Stadion von Anfang an eine schlechte Wahl. Und nicht wegen dem Stadion und nicht wegen den Leuten und nicht wegen Österreich, sondern weil einfach ich bin da nicht hingegangen, weil ich derjenige, der eh schon eigentlich zu den bekloppteren Fans der Liga gehört,
gesagt hat, ich fahre keine 12 Stunden im Auto und ich fahre auch keine 11, 12 Stunden im Zug und ich fliege auch nicht für 600 oder 700 € darunter nach Klagenfurt. Ja, es mag sein, dass sie halt eben Probleme haben, sonst irgendwo ein Stadion zu kriegen, wo sie spielen dürfen, den Rasen kaputt machen dürfen oder was auch immer. Aber meiner Meinung nach die nächsten 3 Jahre ein Standort, so wie es tatsächlich die GFL macht, am besten in Deutschland, damit jedes Mal das Stadion voll ist. Ja, muss ich so sagen. Dann sollen sie es, was weiß ich, 3 Jahre am Stück in Düsseldorf, von mir aus auch in Duisburg machen. Das interessiert sonst kein Schwein. Da wollen die Fans hin, die 14 Tage vorher wissen, mein Team ist im Finale. Und wenn ich dann noch die Möglichkeit habe, für kleines Geld irgendwelche Flughäfen anzufahren und dann mit kurzer Strecke ins Stadion zu kommen, dann ist das super. Das war da nicht möglich. Ja. Meiner Meinung nach. Das ist ein Punkt. Das ist ein absoluter Punkt, ja. Deswegen, von mir aus kann es auch in Polen oder wo auch immer stattfinden. Das sind alles schöne Städte und da gibt es super Stadien und die Fans haben es genauso verdient. Aber ich glaube, genau dieses Bild, sowas sollte nicht entstehen. Also da bin ich, glaube ich, da sollte eher das Stadion voll sein und irgendwo in einer Metropole oder keine Ahnung, egal wie schön die Stadt ist oder nicht, aber mich hat es nicht dahin gezogen. Das wollte ich noch sagen. Also wir haben das ja vorher geplant und ich war ja dieses Jahr in 19 Stadien, das muss man sich reinziehen, 19 Stadien und da kann ich ja nicht zum Finale fahren. Ja, das ist ja krank. Aber ich wäre nicht gefahren, hätte ich mit den anderen Jungs nicht zugesagt. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Diese Strecke hatte ich keine Lust drauf. Aber wir haben uns halt alle vorher schon ein Hotel gebucht und haben uns ein Auto gemietet und dann musste ich ja nur mitfahren. Gott sei Dank habe ich es auch gemacht, weil im Nachhinein habe ich es nicht bereut tatsächlich. Aber erstmal hatte ich überhaupt keinen Bock und ich glaube viele andere auch nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel in Breslau, ohne es jetzt böse zu meinen, da schon wieder viel mehr los wäre. Nicht mal wegen, weil die polnischen Fans zu kommen oder auch in München, was relativ halt südlich ist, weil jetzt muss man bedenken, da kommen jetzt noch Schweiz dazu, Italien dazu. Es kommt noch mehr auch aus dem Raum dazu, das würde auch besser gehen. Aber Klagenfurt, es ist nicht böse gemeint, aber ihr habt wunderschöne Berge, ich liebe eure Berge, aber an jedem Berg muss ich umkurven, ja, oder drunter durchfahren oder was auch immer. Es dauert durch Österreich einfach mal Stunden. Ja, also die kürzeste Strecke hat am längsten gedauert einfach, denn hier noch da noch Maut und hier noch Maut und da mit dem Flieger und es ist anstrengend. Also ich komme gerne nach Österreich, aber es ist jedes Mal mit Anstrengung verbunden, das muss man einfach mal sagen. Dann lieber ganz weit weg, dass ich doch in den Flieger steige. Ja. Es dauert bei uns nicht nur lang, wir haben auch noch die längsten Schlangen, habe ich jetzt rausgehört. Also alles gut, nehmen wir gerne so an. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass sowas, wie du schon sagst, ich glaube, dann kannst du wirklich besser sagen, okay, da, wo sowieso alle in den Flieger steigen müssen, sozusagen, und aber dafür kostet der Flieger mit Fluglinie XY halt eben 100 oder 200 Euro und nicht 400 für eine Strecke, weil es halt eben, ja, Wien der nächste Flughafen ist und dann keiner hinfliegt, der günstig ist. Und dann bist du ja immer noch ein paar Stunden von Klagenfurt entfernt, das ist ja auch noch so. Um das Thema jetzt noch vielleicht auch noch mal ganz kurz im Deckel aus meiner Sicht noch drauf zu hauen, ich bin da voll und ganz bei euch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das war der ideale Austragungsort. Ich sage, das Stadion ist schön, die Stadt ist schön, wundervoll. Ich verstehe nicht, warum ein Finale an einen Ort gelegt wird, was jetzt nicht die größte Football-Tradition hat, jetzt einmal auf europäischer Bühne. Es gibt natürlich in Klagenfurt auch Football-Teams, ja, gibt es, hat es in der Vergangenheit auch gegeben, aber ich finde, es sollte zumindest in einer Stadt sein, die in der European League of Football vertreten ist, wo du eine gewisse Fanbase hast und wo nicht alle hinfahren müssen. Auch die Wiener müssen da 3-4 Stunden hinfahren. Also auch das ist natürlich ein Ding. Und internationale Erreichbarkeit von Klagenfurt ist, habt ihr, glaube ich, selber gemerkt, wie das mit dem Fliegen funktioniert da bei uns. Also insofern bin ich auch absolut dafür, das irgendwo an einem zentralen Ort zu haben und eine Beständigkeit zu haben, im Idealfall in einer Stadt, dass eine große Fanbase hat und man ein Footballfest gemeinsam feiern kann. Das würde ich mir natürlich auch wünschen und vor allem auch jetzt aus meiner Sicht tolle Fernsehbilder. Das ist, glaube ich, das, womit man am meisten Leute und Reichweite erreicht und das hat teilweise wirklich nicht so toll ausgeschaut. Um auch noch was zu sagen, ihr habt nicht nur lange Schlangen und was ich noch gesagt habe, in Österreich ist natürlich auch so, dass da
ab 20 Uhr, 21 Uhr die Bordsteinkanten hochgeklappt werden und einfach nichts mehr los ist. Na, Moment. Das ist wahrscheinlich nur in Klagenfurt so, an einem Sonntag. Nein. Auch in Wien. Nein, Hendrik, keine Ahnung, wo du in Wien warst. Das nächste Mal am Bahnhof, am Hauptbahnhof. Ja, am Bahnhof war er. Nein, das nächste Mal meldest dich bei mir, wenn du in Wien bist, und dann schauen wir mal, was um 20 Uhr passiert. Okay. Ja, aber das war ja tatsächlich ein Problem, um den Übergang zu schaffen gleich im Spiel, dass das Siegerteam Probleme hatte, eine Location zu finden, wo sie danach feiern, wo dann, glaube ich, der Clubbetreiber dann noch kurzfristig MitarbeiterInnen angerufen hat, dass sie, ob sie bitte kommen. War ja dann super, dass sie es auch gemacht haben. Aber wir haben jetzt lange geredet, aber wir müssen zum Spiel kommen. Ja, kommen wir zum Spiel. Elias, du bist schon drin. Mach gleich weiter. Ich habe da nicht die meiste Expertise. Ich will nur eine Sache vielleicht kurz noch sagen. Danny Mitchell fand ich sehr einfallsreich, wieder, was er gemacht hat, hat genau das gemacht, was man vielleicht auch tun musste, um den Druck auch auszuweichen. Hat er häufiger Sachen gezeigt, die ich jetzt so häufig nicht gesehen habe bei den Vikings. Und die Pass Rush ist halt einfach die beste Coverage. Und wenn man halt den Pass Rush wegnimmt, dann hat man gesehen, dass dann die Secondary vielleicht nicht den besten Tag hatte bei Hamburg. Aber mehr möchte ich gerade gar nicht sagen. Ich schließe da gleich mal an, weil im Prinzip ist es ja das gewesen, was bei den Hamburgern, wenn sie denn überhaupt ein kleines Manko gehabt haben über die Saison, dann waren es die Secondaries. Und das Problem ist aber nur, dass während der kompletten Saison im Prinzip die Line, die Front Seven, so gut gewesen ist und so schnell am Quarterback dran gewesen ist, dass es überhaupt gar kein Deep Threat im Prinzip gegen die Hamburger groß gab. Ja, das ist ja der Punkt. Und deswegen hier ein ganz großer Shoutout an die Vienna Vikings O-Line, die hier wirklich Erdmann so viel Zeit verschafft hat, dass es eben möglich gewesen ist, so tiefe Dinger teilweise zu bringen und eben auch die Hamburger so ein bisschen in Trouble zu bringen. Das war schon, beeindruckend. Also die O-Line von den Vikings, Zucker, die Defense auf beiden Seiten, muss man eigentlich sagen, war super gut, bis jetzt auf eben die Secondaries von den Hamburgern, die das ein oder andere Mal exposed wurden. Aber mein großes Ding an diesem Spieltag oder an diesem Endspiel war, dass ich teilweise bei Hamburgs Coaching Decisions oder Play Call Decisions überhaupt nicht verstanden habe, was da der Plan gewesen ist. Ich bin mir sicher, die haben sich etwas ausgetüftelt und haben gedacht, okay, wir machen jetzt gerade, oder das ist unser Plan, mit dem gehen wir jetzt. Ich bin mir sicher, dass die sich das gut überlegt haben, aber nichtsdestotrotz musst du am Ende sagen, okay, der Plan, den ihr dann vielleicht gehabt habt, ist nicht so gut aufgegangen, denn es gab einige Momente, wo dann bei Vierter und Short ein Field Goal geschossen wurde. Ich glaube, es gab sogar zwei oder drei Momente, wo ein Field Goal geschossen wurde. In einem Moment, wo ich denke, okay, du schießt jetzt ein Field Goal, ist trotzdem noch ein Two-Possession-Game. Was ist das Endspiel? Geh dafür. Ja? Und dann kommt noch dazu, es war im Prinzip so nah an der Vikings-Endzone, selbst wenn der vierte Versuch nicht geklappt hätte, hätten die Vikings dann eben den Ball bekommen, aber an der Position, wo du wieder als Defense was machen kannst. Stattdessen schießt es Field Goal und du machst wieder einen Kickoff und hinten hast du einen Xavier Edwards, der einen Monster-Tag gehabt hat und den Ball einfach immer zurückgetragen hat bis in die Hamburg-Zone und die Vikings permanent mit einer Field Position gestartet haben, wo du dir denkst, ja klar, könnt ihr das Spiel gleich wegschenken. Also Phil redet immer noch. Ist das schön. Ja, ja. Phil redet immer. Und ich nehme ihn doch gleich den Wind aus den Segeln, deswegen lasse ich ihn noch zu Ende reden. Nee, das war es eigentlich schon. Also ich fand da die teilweise, das ist im Prinzip alles. Die ein oder andere Play-Call-Decision, was jetzt Field Goal oder dafür gehen angeht, da konnte ich nicht nachvollziehen. Und die Kickoffs, die dann zu Xavier Edwards gegangen sind, der in meinen Augen absoluten Bombentag gehabt hat und hier einiges dazu beigetragen hat, dass die Vikings gut dastehen mit jeweils dem ersten Drive oder mit dem jeweils ersten Spielzug. Jetzt darfst du mir den Wind aus den Segeln nehmen, was aber nicht passiert. Nein, weil Thomas Kösling hat uns das vor Ort tatsächlich beantwortet, deswegen kann ich das nur weitergeben, weil es wirklich logisch erklingt. Ja, bitte, bitte. Es ging um das Field Goal, was du gesagt hast, was für dich ja keinen Sinn gemacht hat. Es macht in dem, also es wäre
hätten sie einen Touchdown gemacht, wäre es trotzdem noch ein Two-Point-Game gewesen. Und er hat gesagt, wenn sie jetzt ein Field-Goal schießen, brauchen sie noch 2x8 Punkte. Und so sind sie aber schon ein Stückchen näher der sichere Weg gegangen. Sie hätten sowieso noch 2x punkten müssen, weil es nicht gereicht hätte. Also wären sie dafür gegangen, hätten sie Punkt gemacht, hätten trotzdem noch mal mindestens ein Field-Goal und einen Touchdown machen müssen, um auszugleichen oder zu holen. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich habe jetzt den Punktstand nicht gerade so im Kopf zu dem Zeitpunkt. Aber diese Situation hatten wir, haben ihn gefragt und er hat uns das so erklärt, fand ich sehr gut. Ansonsten bin ich natürlich komplett bei dir. Ich glaube, die Defensive von Hamburg war nicht schlecht, um Gottes Willen. War nicht schlecht, ja. Aber sie war nicht so gut wie sonst die Saison über. Und die Vikings haben das über alle drei, in allen drei Teams, Special Teams, Defense und Offense, einfach sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen möchte ich habe mich heute entschlossen, auch mit der Bitte von vielen Menschen, ich werde heute nichts Schlechtes über Hamburg sagen, aber Vikings möchte ich einfach nur mal loben. Das haben die haben das Spiel wirklich. Ganz oft ist es ja so, dass das andere Team das Spiel verloren hat und deswegen, also das andere, weißt du, aber Vikings haben hier eine bockstarke Defense komplett, schlecht aussehen lassen, klingt doof, aber haben sie. Jetzt haben wir zwei Gäste da und wir reden hier gerade. Richtig, ich wollte gerade sagen, möchten wir auch wieder von den Gästen jetzt übernehmen, sonst wirst du vielleicht doch wieder böse. Also ich bin ganz kurz, weil eigentlich passt genau das, was schon gesagt wurde, dass die Vikings ein sehr ausgeglichenes Team, also sehr über alle Spieler, über Offense, Defense etc. Und genau das haben sie, glaube ich, in dem Finale gezeigt. Wenn man die Punkte in den Quartern sieht, haben die eigentlich nur das zweite Quarter dominiert oder ja, Punkte gemacht und die Hamburger halt eben nicht. Der Rest war eigentlich ausgeglichen, so mehr oder weniger. Aber das reicht dann halt. Mhm. Und sie haben es halt ganz sauber zu Ende gespielt. Es war nie richtig schlecht und es war nie meiner Meinung nach extrem gut. Aber es war so gut, dass sie Hamburg einfach gezeigt haben, dass sie besser sind. Also Hamburg hat auch meiner Meinung nach gut gespielt, aber Vikings hatten immer eine Antwort, haben in der Offense saubere Leistung, in der Defense eine saubere Leistung, Special Team. Sie waren einfach überall gut und haben dann am Ende verdient gewonnen. Also es war ja auch kein Glanzspiel von beiden. Also nicht mal für mich gefühlt. Nichts, ja. Wo man jetzt sagt, boah, was ist da passiert? Und ja, das war es ja einfach gar nicht. Kann auch nicht immer so sein, aber sie haben halt eben einfach sauber von vorne bis hinten das Spiel runtergearbeitet. Das ja, Mike Tyson hat einmal gesagt, jeder hat einen Plan, bis man ihm in die Fresse haut. Also in dem Sinne muss man natürlich auch bedenken, du kannst immer nur so gut spielen, wie es der Gegner ein Stück weit zulässt. Ja. Ihr habt viele schon gesagt, wie ich es auch sehe, die Entscheidung mit auf ein Field Goal zu gehen, das ist eine ganz normale Football-Entscheidung. Wenn du ein Two-Possession- oder Three-Possession-Game hast, dann nimmst du zumindest jetzt einmal die sicheren 3 Punkte und probierst das im nächsten Drive nochmal und vertraust auf deine Defense. Ja. Und in dem Fall kann man ja der Hamburger Defense definitiv vertrauen. Ist eines der Herzstücke dieser Mannschaft. Ja. Für mich, auf Sportliche gesehen, sind auch die Vikings an dem Tag das komplettere Team gewesen. Vielleicht auch wesentlich ausgeglichener. Wenn ich mir jetzt die Balance in der Offense anschaue, sie können sowohl laufen als auch passen. Sie haben ganz tolle Special Teams. Edwards für mich absoluter auch MVP-Kandidat gewesen in dieser Partie. Kimi Linie einmal hat es dann bekommen, der Receiver, aber was der in der Defense aufgeführt hat, teilweise als Running Back drinnen gewesen, hat gescored und in den Special Teams sowieso, also unglaublich toller Spieler. Und im Endeffekt war es so, dass die Vikings an dem Tag das komplettere Team waren und die Schwächen der Hamburger dann auch ein Stück weit aufgezeigt haben. Ja, der Pass Rush der Hamburger sucht seinesgleichen in der Liga, gar kein Ding, aber dahinter hat man dann durchaus gesehen, dass es da Schwächen gibt. Ja. Für mich eines der Schlüsselszenen, wo Jordan Bua, glaube ich, einen tiefen Ball fängt und der DB den Ball nicht attackiert. Ja. Also da wartet man drauf, bis der Receiver das Play macht und darauf war auch die Offense der Vikings ein Stück weit aufgebaut. Man hat gewusst, man wird Pressure sehen und Jackson Erdman, der auch eines seiner besseren Spieler hatte, ja. Den haben wir auch schon ganz anders gesehen in der Liga, der hat teilweise die Bälle rauskaut und hat seine Receiver die Plays machen lassen. Das sind sogenannte 50-50-Throws. Ja. Da wirfst du den Ball und sagst oder denkst dir so, lieber Receiver, mach ein Big Play. Und das ist halt für die Vikings an dem Tag öfters gut ausgegangen, als es nicht gut ausgegangen ist. Und dementsprechend war es ein absolut verdienter Sieg. Es war die komplettere Mannschaft.
Und für mich, das Hamburger, vor allem in der Offense, hat man dann doch gesehen, dass das Ganze ein bisschen zu eindimensional ist. Und wenn einmal dein Plan A nicht aufgeht und du keinen Plan B hast, dann wird es ein langer Tag. Und dementsprechend, die Vikings haben nicht dominiert, aber sie haben mehr oder weniger die Partie kontrolliert. Was ich würde auch sagen, eine Glanzleistung. Was ist denn eine Glanzleistung überhaupt? Man muss ja nicht schön spielen, sondern man muss die Playmaker des Gegners ausschalten. Und das hat die Vienna Vikings Defense wie kein zweites in der gesamten Saison gemacht. Was waren denn die Spieler, über die wir vorhin gesprochen haben beim Offensive Player of the Year? Das waren Kyle Sweet und Glenn Tunga. Die hatten ihre schlechtesten Spiele immer gegen die Vikings. Also jetzt 36 Yards bei Tunga, das hat er sonst nach 2 Minuten im ersten Viertel. Und ja, also Erzmann hatte nur 5 Incompletions, ein Gehirnfurz hat er halt dabei gehabt, wie häufig auch die Interception, wo er hätte sonst das Safety kassiert natürlich, aber das ist auf jeden Fall ein bisschen blöd gelaufen. Aber zum Beispiel, man schaut sich mal auch in den Statistiken an, die Vikings haben auch extremst variabel gespielt. John Buhr hatte Rushes, Michael Brewer hatte Rushes, Adria Podeja Moreno hatte Rushes. Und eben auch Xavier Edwards wurde wieder mal eingesetzt als Running Back. Also es ist schon interessant. Sie haben eben gewusst, dass sie halt irgendwie den Druck entweichen müssen. Aber die Offensive Line hat ja dann auch schon gehalten. Und Hamburg hat halt darauf nicht reagiert. Die haben in der Offense nicht darauf reagiert, dass halt auch die Defense der Vikings zu stark war. Und haben dann nicht irgendwie mit Kurzpassspiel angefangen oder was weiß ich. Man hatte auch das Gefühl, sie vertrauen sie nicht. Und da habe ich auch dann, natürlich ist Cissé da nicht total selbstbewusst. Also, das war immer so. Ja, aber ist das das Spiel der Hamburger, das Kurzpassspiel? Ist das, was sie am besten können über die ganze Saison, womit sie erfolgreich waren? Nee, aber sie müssen doch irgendwann reagieren, oder? Also wenn man ja, genau. Und das ist so ein bisschen die Problematik, die ich sehe. Sie waren einfach zu erfolgreich mit ihrem Plan A. Tunga hat die ganze Liga in Grund und Boden gelaufen. Wir haben es gegen die Tiroler auch nochmal gesehen. Ja, hat wunderbar funktioniert. Dann kommst du aber in ein Finale und hast einen Gegner, der sein A-Game auspackt, wirklich sein bestes Spiel teilweise zeigt, auch in der Defense. War für mich eine Riesenherausforderung gewesen, gegen die Hamburger zu spielen. Meiner Meinung nach haben sie dann wirklich gut kontrolliert. Und dann hast du aber keinen Plan B. Dann kannst du nicht, und dann musst du anfangen zu improvisieren, teilweise Plays zu bringen, die du jetzt nicht als deine Top-Plays betiteln würdest. Und das, was du auch schon angesprochen hast, dieses variable Spiel der Vikings. Wir haben darüber gesprochen, die Vikings haben keine Einzelauszeichnung bekommen. Warum? Wenn wir uns die Offense anschauen, die ist einfach auf so viele Baustellen aufgebaut, die gemeinsam ein Konstrukt bilden, das schlussendlich jetzt ELF-Champion geworden ist. Ja? Und du kannst den besten Playmaker irgendwie rausnehmen, indem du ihm Double coverst, indem du ihm besonders viel Aufmerksamkeit schenkst, indem du deinen besten Defensive-Spieler gegen ihn auflinest. Aber was machst du, wenn ein Team 3, 4, 5 verschiedene Playmaker hast, dann wird es schwierig. Und das war die große Stärke der Vikings heuer. Und das komplette konträre Programm bei den Hamburgern, da hat es eigentlich immer nur eine Antwort auf die ganzen Fragen gegeben, das war Tunga. Und das hat halt nun mal im Finale nicht so ganz funktioniert. Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht, was den kompletten Ablauf oder das komplette Einstellen auf dieses Spiel angegangen ist. Perfekt. Sehr gut. Es gibt auf jeden Fall noch 2 Statistiken, die ich noch raushaben möchte. Ja, bitte. Und zwar, das sind keine Statistiken, aber es sind Fun Facts, wie auch immer. Nummer eins, Hendrik tippt immer am Anfang richtig, wer das Ding gewinnt. Und Nummer 2, es gewinnt immer Lila. Ja, aber Nummer 3, die Kanone, die dann die Konfetti ausspürt, ist immer blau-rot in Hamburg-Farben. Ja, das habe ich ja von Anfang an gesagt, das ist die European League of Football Farbe. Und das weiß ja Elias auch. Also, ich will ihn jetzt nicht dumm dastehen lassen. Ja, ich war heute schon einmal. Warum kommt da Hamburg-Konfetti raus? Warum? Ich war schon einmal spöttisch heute, da wurde ich dann als Nicht-Fan bezeichnet. ich glaube, das kann man widerlegen. Gut. Ja, Stefan. Darf ich euch abschließend, für mich abschließend, eine Frage stellen, die vor der Saison immer wieder gestellt wurde in der Infogruppe? Und zwar, seid ihr der Meinung, dass die Liga dieses Jahr ein höheres Niveau hatte wie letztes Jahr? Ich fange mal an, ja. Ja, ich finde schon. Ich finde allein, das muss man einfach so sagen, allein durch die 2 österreichischen Teams, das ist ein Upgrade bis zum Abwinken gewesen.
Und auch die Teams wie jetzt die Rams zum Beispiel, die zwar unfassbar schlecht gestartet haben, aber auch dann Flashes gezeigt haben, dass du sagen könntest, okay, hier, die Barcelona Dragons besiegt und hast du nicht gesehen. Ich denke, dass es in eine qualitative Richtung geht, die besser ist als Jahr 1, ja. Ich sage ja und nein. Ja, weil wir haben jetzt hier die Österreicher dazu bekommen, die einfach dieses Liga-Niveau so angehoben haben. Frankfurt war auch sehr gut und haben es deshalb noch nicht mal in der Playoffs geschafft. Natürlich auch durch Konstellationen, egal. Hamburg, die Defensive war so stark wie wahrscheinlich noch nie. Aber dadurch, dass halt viele so stark sind, haben wir auch gefühlt größere Kontraste Spiele gesehen mit 70-0 und sowas, weil viele halt noch nicht hinterhergekommen sind. Das hatten wir in der ersten Saison nicht ganz so krass, glaube ich. Wahrscheinlich gab es da ein, zwei Spieler, aber weil es so viele Spiele waren, ist es öfter aufgefallen. Wir hatten manchmal Spieltage. In der ersten Saison war Stuttgart auch dabei, oder? Naja, Hamburg, letztes Jahr hat, also die Leipzig Kings haben schon viermal gegen Hamburg gespielt, dreimal haben sie keine eigenen Punkte gemacht. Aber ja, aber man muss, ich würde sagen, von der Übertragung her ist es vielleicht ein bisschen zurückgegangen, hatte ich manchmal das Gefühl. Also es gab ja relativ viele Spiele auch ohne gelbe Linien. Aber an sich kann ich das jetzt gar nicht so beurteilen, weil ich war so enthusiastisch. Ich habe mich jeden Tag mit dieser Liga auseinandergesetzt, dass man das vielleicht, man müsste vielleicht eine Umfrage machen, aber... Er kann nur ja sagen, weil für ihn gibt es nichts anderes als diese Liga. Wenn es schlecht wäre, würde es nicht verfolgen. Ja, ne? Also man muss sagen, dass die Raiders und die Vikings, das war aber auch von vornherein klar, dass es mit denen dieser europäische Titel viel mehr Wert hat. Weil es war ja schon, die Raiders und die Vikings sind ja nicht erst dieses Jahr gut geworden, sondern die waren ja die letzten Jahrzehnte schon unter den besten europäischen Teams. Und deshalb war klar, dass wenn die beiden dabei sind, dass dieser Wert European League of Football Champion größer ist. Wie das vom Spielniveau ist, da muss ich sagen, da habe ich in meinem Leben bisher wahrscheinlich zu wenig Football gesehen. Ja, und dann gebe ich auch noch hier meinen Senf dazu ab. Ich finde das Liganiveau tatsächlich sehr, sehr gut. Verglichen zum letzten Jahr vielleicht auch ein Deut besser. Vor allem, wenn wir uns die Ligaspitze anschauen. Natürlich kann ich nur zustimmen, mit den österreichischen Teams ist da nochmal Qualität dazu gekommen. Ich werfe hier nochmal was in den Raum. Ich bin gespannt, wie diese Expansion, also dieser schnelle, rasante Wachstum der Liga sich in den nächsten Jahren auf die Qualität, also in die Qualität quasi widerspiegelt. Wenn ich mir anschaue, was da jetzt neu dazukommt und muss natürlich auch im Hinterkopf behalten, wie viel Football-Talent auf einem Top-Niveau haben wir am Kontinent? Und keiner, und da bin ich, da sind uns, glaube ich, alle der gleichen Meinung, keiner will Spiele sehen, wo es 70-0 ausgeht oder Partien, wo du im Vorhinein weißt, wer der Gewinner sein wird. Dementsprechend bin ich gespannt, wie die Entwicklung nächstes Jahr weitergeht, wie Fehervar sich schlägt, ungarisches Team, wie die Prager sich tun werden. Paris, wir wissen, Frankreich, Powerhouse in Europa. Ich würde mir vielleicht auch noch irgendwo eine Franchise in London wünschen oder so, beziehungsweise in Skandinavien gibt es auch ganz, ganz viel Football-Talent, aber man wird beobachten müssen, wann die richtige oder was die richtige Größe diese Liga ist, weil ich habe heuer das große Vergnügen gehabt, drei oder vier Spiele der Stuttgarter zu kommentieren und sie tun mir wirklich leid teilweise, weil das war teilweise wirklich hilflos. Ja. Und ich weiß, dass Stuttgart ganz eine große Football-Historie hat und das war halt für Stuttgart irgendwie nicht schmeichelhaft, wie es da gegangen ist. Und da muss sich die Liga ein bisschen was einfallen lassen. Vielleicht kann man da die Teams unterstützen. Ja, es hat in Österreich einmal ein Liga-Format gegeben, wo die Playoff-Teilnehmer zum Beispiel eine etwas höhere Anzahl an Imports einsetzen, eine etwas geringere Anzahl an Imports einsetzen durften, als die Teams, die nicht in die Playoffs geschafft hatten, um da einen gleichen Ausgleich zu schaffen. Ich sage nicht, dass ich die Idee jetzt für die European League of Football haben möchte, um Gottes Willen, aber es bringt auch niemandem was, wenn wir halt so Kanterpartien haben, wo 70-0 ausgeht und das Interesse dann auch ein Stück weit verloren geht. Aber sonst eine Riesenbereicherung und wir in Österreich sind wirklich super happy, dass es die Liga gibt und dass wir uns da messen können mit den Besten in Europa. Für Herbar müsste ja eigentlich eure Angstgegner sein, die sind ja ungeschlagen in Österreich. Ach, sind sie da? Ja gut, aber in welcher Liga? Ja. In welcher Liga? Aber das Thema hatten wir schon mal mit diesen E-Spots. So, wir haben noch was anderes gesagt. Mit dem Playoff finde ich sogar tatsächlich noch besser. Das ist eine richtig gute Idee. Aber wir hatten so, dass so die letzten Teams pro Gruppe vielleicht ein E-Spot mehr haben dürfen oder sowas. Aber wie gesagt, das können wir eh nicht entscheiden. Aber irgendwo muss man ja ein Gleichgewicht vielleicht doch reinbringen.
Aber schreibt mir nicht die Stuttgarter ab. Schreibt mir nicht die Stuttgarter ab. Die hatten 2 Jahre zum Beginn und nächstes Jahr bin ich mir sicher, wird Phil das ein oder andere Mal öfter auf Stuttgart tippen. Ja, also je nachdem. Ich glaube, man hat ja auch gesehen bei Barcelona, wie schnell sich Sachen ändern können. Und ja, ich bin auch zuversichtlich, dass Stuttgarter Fans nächstes Jahr glücklicher sein werden. Und was das für die anderen deutschen Teams bedeutet, nur noch 6 Europäer zu haben. Das ist ja noch nicht abschließend. Also die meisten General Manager sind da geschlossen. Eigentlich sind die General ManagerInnen geschlossen dagegen. Und da wird, die müssen sich halt, in den ersten Jahren war halt so, dass die Franchises deutlich weniger Macht hatten als eigentlich so die Ligaführung. Und da muss es sich jetzt halt auch ein bisschen entwickeln, dass es sich vielleicht ein bisschen verlagert. Genauso wie ja auch ja, bei Spielern vielleicht eine Gewerkschaft dann doch irgendwann die richtige Wahl ist. Gut. Dann, glaube ich, sind wir durch. Oder haben wir noch irgendwas, wo wir thematisieren können? Nein, ich glaube, ja, Hendrik winkt schon ab. Nee, lass mal. Am Ende gewinnt immer Lila. Und ich sage nächstes Jahr wieder den Sieger voraus. Also was ja schon, also ich wünsche mir ja schon so ein bisschen, dass nächstes Jahr die Hamburger ins Championship-Game kommen. Und dann vielleicht wieder verlieren. So du bist böse. Nein, das wären dann so die Buffalo Bills der europäischen Liga. Wäre doch cool. Nein, also wenn es ein Team gibt, das dieses Jahr wirklich, nächstes Jahr wirklich Vollgas gibt, dann ist es wahrscheinlich rein Feier. Die haben überhaupt kein Problem, nehme ich mal an, mit dem Rekrutieren von Spielern. Sie haben jetzt schon wieder einen super Coaching-Staff. Die haben dann auch noch die Fans im Rücken. Also nächstes Jahr, also rein Feier muss nächstes Jahr eigentlich sogar erfolgreich sein. War ja jetzt schon die Aussage. Es war jetzt schon die Aussage, Playoffs, Endspiel. Aber die kennen ihre Gruppe noch nicht. Wenn die Raiders Frankfurt egal, in einer Gruppe egal, haben, ist egal. Dann die muss machen jetzt abbiegen. Schon Aussage, hier Championship Game ist nächster Stop. Egal, ob es da auch einen Deckel gibt, was das Finanzielle angeht, die Möglichkeiten, die Rheinfeier, wenn sie das Stadion wieder so voll machen, sind einfach andere. Du kannst nicht nur sagen, du kommst ins Fernsehen und hast, was sag ich, sondern du spielst auch noch in einem Stadion, was voll ist, was dich antreibt und etc. Hast geile Coaches dabei. Also wenn die keine Argumente haben, Spieler dahin zu holen, weiß ich nicht. Ja. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch allen Vieren und auch bei Matze, der heute nicht dabei sein kann. Und auch bei Dominik im Hintergrund. Vielen Dank. Das ist einfach eine ganz tolle Erfahrung und eine ganz tolle Sache, dass wir das hier so machen können. Ich wünsche euch allen eine nicht so langweilige Offseason. Ich wünsche uns allen eine nicht so langweilige Offseason. Und ja, also es gibt ja auch noch so eine andere Liga angeblich in Übersee, wo jetzt auch wieder am Laufen ist. Also da kann man da zumindest ein bisschen was sich angucken. Hendrik, in 2 Wochen ist doch der German Bowl, also da kann man auch noch hingehen. Eigentlich wollte ich jetzt nichts mehr sagen, mir ist aber eingefallen, es ist die letzte Show. Ich möchte mich auch an alle Gäste bedanken, an alle Zuschauer. Ja. Aber es wird natürlich weitere Formate geben. Folgt dem Kanal. Und jetzt kommen wir zu dir, Phil. Du hast die ganze Saison über moderiert. Letztes Jahr habe ich den Schund machen müssen. Du hast mich super ersetzt. Das heißt, nächstes Jahr brauche ich gar nicht mehr auftauchen hier. Dann können nur noch Experten reinkommen. Danke auch dafür. Und jetzt darfst du abmoderieren. Ja, Abmod. Guckt Blindside. Nein, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe natürlich, dass wir uns nächste Saison, in der Saison 2023, wieder frisch und motiviert mit der ELF hier auseinandersetzen können und euch da begrüßen dürfen. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und support your sport. Vielen lieben Dank, Pascha, auch noch. Ja, danke Jungs, danke, dass ich dabei sein durfte. Pascha kriegt die letzten Worte. nee, alles gut. Danke euch vor allem. Also es ist, dieser Footballsport lebt von Enthusiasten, von Fans und von Emotionen und danke, dass ihr euch die Arbeit antut und tolle Plattform auf die Beine stellt und danke, dass ich da bei der letzten Sendung mit dabei sein durfte. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss, also insofern. Ja. Nein, coole Sache. Danke Jungs. Dankeschön.